Moin wieder und herzlich willkommen zurück zu Mario vs. Donkey Kong. Wir drücken L und R. So, ich habe gerade Z, L und ZR gedrückt und deswegen ist nichts passiert. Wow. Wow, Spiel. Wow. Heute wollen wir uns um interessante Dinge kümmern und zwar den Bestzeitmodus. Ja, es gibt einen Bestzeitmodus, der macht, dass wir alle Level in einem gewissen Zeitlevel-Limit nochmal lösen müssen. 18 Sekunden ist es in dem Fall. Und folgendes ist der Fall. Ich bin gespannt, wie das hier wird. Ich sehe aber schon mal, das war okay. Das kriegen wir hin. Ja, nee. Natürlich, wie lange das jetzt genau dauert, weiß ich nicht. Kann ich einfach so machen, oder? So. Ja, mal schauen. Aber das war doch schon mal okay. 9 Sekunden für Gold. ja, das ist... Synchronisiere für zwei Spieler? Nee. Ich habe ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert. Aber ich würde sagen, ich teile es mindestens in zwei Teile auf. Einmal möchte ich gerne die erste Welt spielen. Und dann die zweite auch noch. Also... sorry, was lag ich da? So, muss ich irgendwas machen? Nö. Nein, natürlich, was ich sagen wollte gerade und nicht getan habe, aus Gründen. Ich möchte einmal die normalen Welten mindestens in einem Part machen und dann die Plus-Welten in einem anderen. So, das wollte ich sagen. Ich kann R drücken und mir das so ein bisschen anschauen, ja. Das geht also. Ja, das wird jetzt nicht so schwierig sein hier. So. Ich möchte hier lang. Einmal hier runter und dann hier hoch. Ja. Aber gut, dass wir das uns nochmal angucken können. Wie ihr seht, die ersten Level sind jetzt wirklich hier machbar. Wie schon gesagt, vor allem, wenn wir nochmal gucken können. Später wird das anders. Was ich jetzt noch nicht weiß, okay. Selbst diese Level haben Zeitlimits. Das ist doof. Ich hätte gedacht, wir sind mindestens beim Boss davon so ein bisschen ausgeschlossen, aber... Aber nein. Sind wir nicht. Okay. Aber kriegen wir trotzdem hin. Also. Ich denke, das wird natürlich später noch schwieriger. So. Aber für den Moment gehe ich einfach mal so die Wege, von denen ich denke, dass sie richtig sind. War das unnötig. Okay. Ja. Und wie ihr seht, es gibt keine Geschenke. Keine Geschenke. Das ist natürlich gut für uns in dem Fall. Oh, wow. Naja. Kriege ich das jetzt überhaupt noch hin? Ja, oder schnell? Ja. Ha! Gott, oh Gott. Dieser Leitfaden ist auch dafür da, um wirklich Gold zu bekommen. Würde ich sagen, wenn wir diese Bestzeit schaffen, dann kriegen wir Gold. Also wir müssen nicht noch besser sein als das. Ist ja ganz nett. Ist ja ganz nett. Jetzt habe ich das Level ganz normal gestartet. Das soll nicht passieren. Nein, wir starten natürlich mit X. Das ist der Plan. 20 Sekunden. Oh boy. Warte. Aber hier, okay, im besten Fall. Wir machen einfach so. Genau, gehen hier hoch. Ja, ist immer das Schöne, wenn man einfach die Sachen skippen kann, ne? Die ganzen, es gibt keine Geschenke. So werden die Level doch ein bisschen kürzer. Es gibt aber ja zwei... ja, okay, jetzt hier hoch. Oh, oh. Genau. Das kriegen wir auch hin. Gibt dir mal drei Geschenke normalerweise und hier gar keine. Dann schafft man die Level auch mal in 21 Sekunden. Ich finde es sogar schade, dass die diese Zwischensequenzen so lang sind. Es wäre irgendwie schöner, wenn wir da besser durchkommen. Aber da das hier Welt 1 ist, bin ich eh noch ruhig. Also es wird wahrscheinlich noch schwieriger, bin ich mir sicher. Okay. Aber jetzt genug davon. Ah, ich weiß, was hier... Ach, wisst ihr noch, als wir das hier gemacht haben zum ersten Mal? Wie süß. Das war falsch. Hä, stopp.
Was muss ich überhaupt tun? Ah. Ja, aber das war blöd. Nee, wir müssen natürlich erst den Schalter drücken. Den hier. Um hier. Oh mein Gott, ich bin der Profi, ey. So. Ich mache hier auch schon wieder Zeug, ne? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Stopp, das war ganz falsch. Das war ganz falsch, was ich gerade getan habe. Das war so falsch. Unglaublich. Wir müssen. Sorry, I'm so sorry. So, zack, zack. Nehm den mit. Ich fand das lustig eben. So. Ich bin ein Profi. Ich bin ein Profi. Natürlich so. Und dann kann man hier rauf und hier rein. Hat keiner gesehen. Und jetzt müssen wir einfach ganz nach oben. Kann man da einen Dreisprung machen? Was denkt ihr? Hier, wenn ich einfach so... Ja, klar geht das. Na dann! Dann machen wir das auch. Eieiei. Okay. Ich finde es gut, dass Ende da auf der Seite ist. Nächstes Level wäre cool. Nächstes Level wäre cool. Das würde ich feiern. Okay. Okay. 1,6. 8,5 Sekunden. Eieiei. Wieso hat man so lang? Warum hat man so lang? Ja, eigentlich haben wir erst die Hälfte des Spiels geschafft, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Okay, ich würde absolut... Da ist der Schlüssel. Ach, man muss da lang, oder was? Okay, I see, okay. Zack, zack. Oh, damn. Das war krass. Wir gehen erstmal hier lang. Blau. Gelb. Rot. Hier runter. Kann ich jetzt wieder blau drücken? Ich muss. Okay. Und ich gehe jetzt mal hier so durch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch besser geht, aber... Vielleicht. So, zack. Und zack. Und dann haben wir es hoffentlich an der Stelle, an der Front. Auch wenn es jetzt natürlich schon 33 Sekunden gedauert hat. Das ist natürlich ein bisschen... Da oben ist der. Das sollte ja kein Problem sein. Solange ich einfach fix hier... Wie lange habe ich? 58 Sekunden. Und ich wollte gerade sagen, das war's. Nee, alles gut. Ich wäre runtergefallen. Und dann wäre das halt schlecht gewesen. Nein, nein. Alles gut, alles gut. Okay. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Mit den Mini-Marios. Mit den Minis und den Marios. Profi-Level? Gute Frage. Wann machen wir die Profi-Level? In einem dritten Part? Maybe. Ich hatte gedacht, vielleicht mache ich ja ein Let's Play Super Princess Peach, bevor es mit dem, naja, nächsten Peach-Spiel weitergeht, so als, weiß ich nicht, Hommage, als hey, this is where we're coming from. Aber ich glaube, dafür habe ich gar nicht genug Zeit. Weiß gar nicht, wie lange es ist, aber... Ist okay. Oh, ich muss auch zumachen. Ich muss auch zumachen. Hilfe. Nicht gesehen. Sorry. Hab ich nicht gesehen. Boah, die Bosse, ne? Da habe ich am meisten Angst vor. Stimmt das? Ja, ein bisschen. Ein bisschen stimmt's. Okay. Und ich frage mich auch, was ist der Reward? Was ist der Reward hierfür? Das zu machen. Was kriegen wir? Okay, 60 Sekunden. Das ist doch machbar, oder? Vor allem, ich darf doch bestimmt mich treffen lassen. Darf ich mich treffen lassen? So, drück. Drück. Junge! So, danke. Jetzt drück nicht. Sehr gut. Boom. Oh, einen haben wir noch.
Habe ich das gerade gar nicht im Kopf gehabt. Move, Junge. So. Okay, 31 Sekunden gegen 60. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Alles gut. Und es kommt wieder. Es kommen auch die Cutscenes. Ja, 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 ja. Aber ich finde es schön, dass wir uns nicht treffen lassen müssen. As far as I know. Auf jeden Fall weird. Also. Zack. Goody. Das war die erste Welt. Kriegen wir was? Nö. Hm. Ich finde, ich habe mir was verdient. Ja, wenn wir so weitermachen, sind wir anderthalb Stunden durch. Aber das wird nichts. Nein, alles gut. Vielleicht machen wir eine Profi-Welt. Und dann die zweite Profi-Welt später. Das könnte man machen. Quasi, ihr versteht. Dudeldudum. Ja, das Commentary heute wird großartig, kann ich euch versprechen. Oh mein Gott, ich muss es probieren, oder? Ja! Ich muss es probieren. Klappt, gar keine Frage. Oh. Mein Herz. Mein armes Herz. Ich glaube, dass wir im Profi-Level ist leider eine gute Idee. Das heißt, ich muss heute schon die Profi-Level machen. Ist okay. Ist okay. Wir schaffen das. We can handle. We can handle. Ah. So, was ist hier? Phase? Ich würde sagen, hier drauf zu gehen ist schneller, oder? Nein, so. Hier runter. Hallo? Um? Ich hoffe, das geht. Ist das ein Sprung, der möglich ist? Ja. Okidoki. Erste Hälfte geschafft. Zweite Hälfte. Abhängig davon, wie gut ich bin. Ja. Vom Dreiersprung-Timing abhängig. Nee, ich finde, man sieht doch eine große Verbesserung jetzt, oder? So zu dem, wie ich am Anfang des Let's Plays war und wie ich jetzt mit dem Spiel bin. So, da merkt man, ich habe hier ein, zwei Minuten reingesteckt. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Okay. Donkey Kongs Dschungel an der Stelle. Was ist hier los? Ich gehe auf jeden Fall hoch. Nach oben, okay. Da merkt man, okay, hier waren Geschenke mal. Hier waren mal Geschenke. Die sind jetzt weg. Weg. Okay. Oh Gott. Oh nein, ich mach alles kaputt. Oh, wo kann ich sagen, nehmen den? Na, das kann man auch schneller machen, oder? Das geht auf jeden Fall schneller. Ich hatte noch, na, gut 6 Sekunden, aber da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. In der Theorie. So, einfach weil es jetzt an der Stelle ist, mache ich den jetzt einfach mal. So, dann muss ich nicht so komisch Menuing betreiben, sondern kann das einfach hier so machen. Ist doch okay, oder? So, hier muss ich fast ein bisschen nachdenken, ne? Das ist schrecklich. So. Ich weiß gar nicht. Warte. Da hoch, da hoch. Gelb. Krieg ich das hin? Ich hoffe doch. Keine Ahnung. Nee. Ja. Nee. Nee, machen wir das nochmal. Irgendwas ging hier gerade schief. Ich glaube, ich drück einfach. So, man kommt da anscheinend ja eh nicht drauf von weg. Also, außerdem, ich glaube, das geht schneller als Leiter. So. Zack. Und jetzt kommt her. Ja, ja. Nein, wo ist denn... Was mache ich da? War das nötig, was ich gerade getan habe? Ich weiß es nicht. Kommt schnell. Und jetzt da rein. Oh Gott, das wird knapp.
Zeit. Als ob. Alle waren drin. Ich hätte nur X drücken müssen. Das war ja crazy knapp. Hm. Okay. Aber man muss anscheinend doch... Hä? Warte mal. Ich bin so blöd. Was mache ich da? Man muss zurück. Hä? Ich komme überhaupt nicht klar. So. Und jetzt X und fertig. Nicht nochmal gelb. Fertig. Das war's. Ich bin auch ein Profi. 3, 4, 5, 6. Und jetzt 1, 2, ja, ja, ja. Nicht runterfallen. Und dann haben wir's. Wow. Wenn das zu viel ist für den guten Mika, für den guten Herrn Wahi, dann will ich gar nicht wissen, wie das Spiel aussieht. Okay. Kann man das irgendwie schneller machen? Ich habe das Gefühl, das kann man auch schneller machen. Aber ich weiß nicht. Das war weird. Gut. Der normales Level, ey. Finally. Some peace. Peace of mind. Okay. Muss ich einfach den Schlüssel da hinlegen? Ja, oder? Wahrscheinlich. Also. Nein. Nicht da. Also. Da oben drauf. Dann einfach durchdrücken, wa? Einmal blau und dann whatever. Irgendwie fühlt sich das an wie Cheaten, aber wird schon richtig sein. So, kurzer Tipp übrigens, man kann tatsächlich eher auch einfach gedrückt halten von Anfang an und dann hat man sofort die Stage im Blick. So, hier hatten wir das Thema, nicht die Stage spielen, sondern einfach spielen. Blau, gelb und fertig sind wir. Ich glaube, ich gehe jetzt auch einfach hier den normalen Weg lang. Bumm. Kann man so hoch? Nein. Aber so. Oh mein Gott. Ja, hier geht's. Ich hatte kurz Angst, dass es da auch nicht geht. Aber das ist ein bisschen tiefer. Also dachte ich, das sollte klappen. Eieiei. Dann die Viecher. Ich mag die Viecher. Ich fand die cool. Also nicht im originalen Donkey Kong, da waren sie sehr nervig. Aber hier geht's. Hier geht's. Das war ein Muster hoch. Blau drücken und fertig, ja. Komm wieder runter. Hätte ich irgendwas tun können, um das ein bisschen schneller zu machen? So, ich fühle mich so langsam. Bitte nimm... Nein, nimm mich mit. Leute, ain't looking too good. Bitte lass es einfach super schnell gehen. Bitte lass das andere einfach super schnell gehen. Okay, das sieht wirklich aus wie ein nicht allzu schnelle... Boah. Ja, never mind, I guess. Dann machen wir es nochmal. So, ich gehe jetzt aber nicht daran. Das bringt mir gar nichts. Niemals schaffe ich das. Ich muss auch daran. Also irgendwie geht's gar nicht anders. So, das ist nervig. So. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Zeit gespart. Oder? Schon. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Zeit gespart. So, und jetzt bitte wieder da hochgehen. Aber nicht sterben. Genug Zeit. Ja, noch die Gegner mitnehmen. Gegen das System. Okay.
bin gut. Der Beste. Piranha! Meine liebe Piranha-Pflanze. Ich könnte noch 10 Pastas machen, habe ich das Gefühl. Aber das will ich nicht. Ich sehe das irgendwie nicht so ganz. Ich sehe das nicht so ganz. Ich hoffe, ihr versteht das. Gut. Ja, Mika, du machst das top. Machst du super. Ja, müssen wir so, oder? Geht gar nicht anders. Ja, Mika. Oh mein Gott. Okay. Das lief ja top. So, hier mache ich das doch so, oder? Alter. Na, ist ja egal an der Stelle. Man hat ja eh irgendwie... Muss ja eh warten auf den Rest, oder? Also ist doch Jacke wie Hose. So, ich habe meine Lektion gelernt. Oh, renn doch in die andere Richtung echt jetzt. Okay. Nerviges Level. Nervig. So, und jetzt muss ich einfach ganz nach oben. Und was drücken? Gar nichts? Ja, wenn dann gelb. Ist auch blöd. Komme ich da nicht ran? Ich probiere es, komm, ist egal. Nicht drücken, danke. Ich komme da nicht dran. Nee, Junge, ach Mann. Hm. Ja, ist egal. So, ich glaube, ich habe mir ein bisschen Zeit eingespart. Also, ja, ganz nett, würde ich behaupten. Aber es ist jetzt nichts, was irgendwem hier den Atem raubt. So, also wir machen so. Wir nehmen jetzt den langen Weg, den tollen Weg, ja. Und jetzt greifen wir nicht daneben, sondern auch den Mari, den kleinen. Okay. 42 Sekunden. Ich finde es echt interessant, dass man wirklich diese Bestzeit schlagen muss. Also entweder man gewinnt, kriegt Gold, oder man hat komplett verkackt. Irgendwas dazwischen gibt es nicht. Also man muss schon auch schaffen. Und das finde ich natürlich, ja, okay, sag ich mal. So, hier hatte ich meine Taktik. Hier werde ich genau die gleiche Taktik auch weiterhin fahren. Ich mach einfach. Wurst. Komm. Als ob! Er hatte gerade Iframes. Das finde ich fies. Seht ihr? Boah, das war schnell. Einfach machen hilft. Krass, den Jungen habe ich richtig zerlegt. Ich habe Angst. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass es richtig, richtig gut gibt. Irgendwie nicht noch so Platin. Aber das kriegt man nur, wenn man wirklich der schnellste Mensch auf der Welt ist. Da hatte ich Angst vor. Aber ist anscheinend nicht so, weil hier hätte ich das auf jeden Fall bekommen. Und lustigerweise hatte ich eben im letzten Level erst den Gedanken, und ich war so, boah, ey, wie finde ich das denn raus? War ich bis jetzt irgendwo so gut, dass ich sagen würde, okay, das gibt Platin. Jetzt gerade dachte ich mir, ja, da hätte ich Platin bekommen. Wenn es das gewesen wäre, hätte ich da auf jeden Fall Platin bekommen. Ich würde sagen, der gibt mir doch hier auch Head Start. Welt 3! Ist denn noch Welt 3? Good times. Und wenn ich hier rüber komme, dann esse ich einen Besen. Niemals. Niemals. Also da hätte man Millisekunden sparen können. Hier möchte ich aber was probieren. Kommt man hier hoch? Nein. Okay. Dann habe ich jetzt wahrscheinlich verkackt. Ja. Ziemlich sicher. Nein. Nein. Als ob. Schlecht. Ich glaube, ich bin auf die Millisekunde genauso gut wie vorher. Aber jetzt... möchte ich hier nicht verkacken. Als ob. So. Eine Güte, ey. Wie kann das denn jetzt nicht geklappt haben? Also das reicht ja locker aus. Eigentlich von der Höhe. Ja, jetzt hat es auch ausgereicht. Dubidai hier.
Dubidai, dubidi. Flammengipfel. Nein, ich frage jetzt nicht weiter. So. Oh mein Gott, die waren ja viel schneller. Ich dachte, ich habe nicht im Ansatz mit dieser Schnelligkeit gerechnet. So. Oder? Hat man das, kann man das irgendwie schneller machen? Ah, bestimmt. Aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Also passt schon. Oh nein, das wird das Level. Oh nein, ich kann mich erinnern. Das war das. Also wir müssen einmal rum. Blau drücken. Und dann natürlich darunter. Und dann einmal rum. Das hatte ich doch irgendwie verkackt beim letzten Mal, oder? War das nicht das? So. Ey, was mache ich hier? Nein. Don't. 10 Sekunden habe ich noch. Oh nein, ich schaff's nicht. Oh, ich schaff's. Okay, alles gut. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Eieiei. Panik. Panik auf der Titanic. Kann ich verstehen. Eieiei. So. Nee, ist okay. Ist okay. Wir kriegen das hin. Nummer 3-3. Zeit mit 48 Sekunden. Und erstmal wieder schauen, was man hier tun muss. Einmal nach oben, wa? Aber der Weg ist nicht so kurz. Da kann ich doch. Die Lava geht, ne? Hoch, ne? Das war das Level. Ja, ja. Okay. So schnell hier hoch. Och, das geht safe. Und jetzt sind wir doch ganz gut aufgestellt, denke ich mal, fürs zweite Level. Also. Ich muss es probieren, sorry, aber. Ich wollte gerade sagen, niemals. Niemals. Blau reicht. Da oben, okay. Wir müssen nur an Blau rankommen. Zack. Machen wir die hier weg. Und dann haben wir es. Ob das so gedacht war? Ja, bestimmt. Muss ja, oder? Muss ja so gedacht sein. Okay. Ende. In dem Gelände. Und jetzt können wir die uns um die Mini-Marios kümmern. Toll. Die Mini-Marios. Die machen mich fertig, ey. Die machen mich echt fertig. Okay, wie machen sie mich denn am wenigsten fertig? Die können keine Treppen laufen. Wir müssen also blau drücken, da hoch. Gelb, damit die da hoch können. Dann rot, damit die da hoch können. Dann wieder gelb. Dann blau. Und dann darunter. Okay, okay. Also. Natürlich auch. Nee, das ist nicht schneller, glaube ich nicht. Ich könnte die auch jetzt schon die Dinger holen lassen, aber das ist doch Schwachsinn, oder? Ich bin hier. Du blöder Typ. So, kommt alle her. So. Jetzt schnell. Doch, doch. Okay. Das Level war doch machbar. Auch wenn ich es nicht ganz gemacht habe, wie ich es eben gesagt habe. Ich musste ein wenig improvisieren. Und es wurde doch schon wieder knapper, als ich will. Wollte. Trotzdem manageable. Okay. Wir könnten auch dann Donkey Kong machen. Wir könnten so quasi gehen. Aber das ist mir dann ein bisschen... Sorry, ja, das kann ich nicht. Mini Mario Level als viertes machen, okay. Aber dann als nächstes Donkey Kong und dann rückwärts 654. Nur um kurz die Sekunden zu sparen. Das ist mir zu viel. I'm sorry. Nee, das war das Level, was ich das letzte Mal irgendwie nicht so ganz hinbekommen habe. Selbes Spiel, oder?
Wir gehen da hoch. Wir drücken blau. Können wir es machen, ohne blau zu drücken? Nee, geht nicht. Ach du meine Güte. Ja, woher hätte ich das denn gerade wissen sollen? Dass da Podobos kommen. So. Und jetzt nicht blau drücken, ja? Das ist eigentlich die einzige Schwierigkeit. Und gar nicht so eine große Schwierigkeit, als ob wir das jetzt gerade verpasst haben. Okay. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Okay, dann nicht. Ich dachte mir, ich kürze ab. Wenn ich das schon verpasst habe da, dann kürze ich einfach ab. Not for me. So, wir können ja einfach gehen. Habe ich ja gerade gelernt. Zack, 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 zack. Komm, da haben wir doch gerade Zeit gespart, oder? Please? So. Ja, ja, ja. Und jetzt kann ich einfach auf. Ja, ja. Kleinste Sprünge der Welt. Da kann man auf jeden Fall Zeit einsparen, indem man das da hochschmeißt. Das muss möglich sein, aber... Wollen jetzt nicht übertreiben. So. Als ob. Okay. Junge, ich habe keine Zeit. Checkst du das? Wirklich keine Zeit. Move! Es wird gerade ein bisschen knapper hier alles. Und das mag ich überhaupt nicht. Mag ich überhaupt nicht. Ah, ist eigentlich ganz gut. So hat man so ein bisschen Incentive hier. So macht es ein bisschen Spaß. Nicht, dass es keinen Spaß macht. Spaß ist was anderes. Also es ist so ein bisschen so mixed bag. Weil... Genau. Ja, eben. Es ist halt alles noch relativ trivial hier. Krieg den Sprung hin. Safe. Auch hier kann ich ein bisschen Zeit sparen. Schmeiß den Schlüssel wieder weg. Genau, das war genau das, was ich von dir wollte. So. Jetzt müssen wir wieder ganz hoch. Und lasst mich raten, hier kommt man nicht hoch. Nein, kommt man nicht. Natürlich nicht. Okay, ich glaube, das hier ist der schnellste Weg, oder? So. Ja. Ziemlich sicher. Der schnellste Weg für jetzt. For the moment. Ich dachte mir eben schon bei 3-1, wo ich ja gesagt habe, ja, schneller kann man das hier nicht machen. Bestimmt kann man das schneller machen. Bin mir sicher, es gibt irgendwie eine Abkürzung. Man kann irgendwie krass den Schlüssel werfen und dann drüber springen mit einem Dreisprung und dann passt das und dann kommt man schneller rüber. Aber... Das Level. Das sieht lustig aus. Und gleichzeitig was für eine Kacke. No, jetzt muss ich die ganze Zeit warten. Ich kann gar nichts tun. Move. Okay. So. So. Und jetzt muss ich da hoch. Und dabei darf ich... Muss ich gar nichts drücken, oder? Einfach so, 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 so. Bisschen Zeit sparen im besten Fall. Weiß nicht, ob ich damit Zeit gespart habe, aber ich habe es auf jeden Fall versucht. Und jetzt so schnell wie möglich da oben ran. Ach ja, das klappt ja nicht. Ah! Gott, ist das ein Stress gerade. Boah. Naja, nee, nee, ist okay, ist okay. We can handle. Ey, das Level hat mich gar nicht tricksen lassen und dann ist es so knapp geworden. Das mochte ich gerade nicht. Okay. DK, Donkey Kong. Finally here. Performing for you. If you know the words, you can join in too. Ich habe nie Donkey Kong 64 gespielt. Ich will das einmal kurz sagen. Was war das nochmal? Kann der nach unten ballern? Bestimmt, oder?
If you know the words, you can join in too. Ah, ging es von hier? Ja, es ging sogar von da. Ist natürlich nett. Oh, kann man das holen? Wäre gut zu wissen. Kann man das holen? Weil wenn ja, haben wir ein, zwei Chancen mehr. Und wie immer, ne, von da. Na, oh, ich wollte gerade sagen, nicht den, mach nicht diesen. Naja, Donkey Kong immer noch okay. Also in der zweiten Welt war das ja eh das Einfachste, dadurch, dass wir einfach spammen konnten. Und hier ist es dann immer noch okay. Auf das mit den Bomben freue ich mich. Na gut. So. Munteres Miniland. Jetzt habe ich schon... Ach, ich bin so blöd, sorry. So, wir drücken natürlich X. Wir drücken X. Ah. Die Ladezeiten nerven ein bisschen, ne? Wenn das ein bisschen schneller gehen würde, wäre ich happy. Wäre ich happy. Happy, happy, happy. Wir kommen nicht an den Schlüssel, ne? Wir müssen hier hoch. Blau drücken. Ziemlich sicher. Jetzt können wir nämlich das nehmen. Zack. Nein. Okay. Jetzt hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Ne, wir müssen natürlich, den Schlüssel nur übergeben. Nicht uns. Nicht uns. Anders als hier können wir das ja noch machen. Hier ist es ja ganz nett. So. Auch hier wenig Verbesserungspotenzial, würde ich behaupten. Einfach Level spielen. Das könnte sich aber jeden Moment ändern. Okay, blau drücken. Und runter da. Blau drücken und runter da. Wehe, Scheigei. So, ja. Ich musste dich kurz verschieben. I'm sorry. Mario! Oh Gott, ich kann mir vorstellen, Leute, die wirklich Highscores sammeln wollen und versuchen wollen, die Besten zu sein in einem gewissen Level, die müssen richtig strugglen, damit im richtigen Moment, im richtigen Frame X zu drücken, um diesen blöden... blöde 4 aufzuheben, ey. Naja. So wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Ich möchte Gold haben, um zu gucken, ob wir irgendwas bekommen für den Bums hier. Ich habe ja keine Ahnung. Ich kann es mir halt vorstellen. Bin in die falsche Richtung losgerannt, ha? Huh? Bin ein bisschen verwirrt. Wir wollen... Nee, also. Zack. 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 Rot drücken. Und dann hier hoch. Richtig? Shy Guy, move your feet, buddy. So. Ja, ja. So wird es sein. Ja, ja. Haben wir im Kasten. Da hat mein Gehirn gearbeitet, ja. Es hat richtig gearbeitet gerade. So. Das hier. Jetzt kommt mir irgendwie so bekannt vor. Was ist an? Rot. Rot ist an. Das heißt, können wir da hoch? Blau drücken. Da lang. Gelb. Das ist ja truly ein ätzendes Level. Okay. So. Ja. Alter. Ist Wurst. Und wie ich da lang. Alter, Junge. Geh da weg. Digga. Das war natürlich nicht meine Absicht. Kann man sich das vorstellen? Oh. Okay. Nochmal. Boah, ich grad Schiss. Drücken. Jetzt warten. Ist ein Idiot. Junge, du nervst. Mal unheimlich. Okay.
Jetzt müssen wir hier zusammen hoch. Ja, das ist jetzt Wurst. Du bist echt ein... Alter, Horror. Horrorvorstellung, da sterben. Okay. Aber vor allen Dingen... Ich hätte mich gefragt, was passiert, wenn man auf dem draufsteht. Was ist dann nicht passiert? So, das ist das Problem. Ich dachte, vielleicht kann man ja auf ihn draufstehen. Und er geht so nach... Und er geht so da rein und dann hebt man das auf und steht dann im Gegner. Versteht ihr? Oh. Das ist die nervigste Welt der Welt. Okay, wir müssen wirklich alles durchbomben, ne? Wir müssen hoch, Bombe holen, rechts bomben. Noch eine Bombe holen. Nee. Nee, ich dachte, vielleicht kann man... Nee. Wir müssen dreimal bomben. Vielleicht kann man sich so auf ihn draufstellen, auf die Bombe drauf. Das wäre so cool. Das geht safe nicht. Bin ich hier. Cool. Cool, Mika. Ah, warte. Holy shit, ich bin der Boss. Bin ich. Geht ja viel schneller. Ich habe die Bombe gespart. Geht das wirklich schneller? I guess. So, in theory... Ich weiß nicht. Ich glaube, es war gut. Ich glaube, ich hätte es gut ausgenutzt. Ich dachte, vielleicht bringt es was und dann brachte es wirklich was. Okay. Ah, ja. Genau. Nichts tun. Bis jetzt. Ich erinnere mich. So. Und jetzt geht die kaputt. Man geht da oben hin. Und dann kann man die so da hochleiten. Ja. Ich finde es interessant, dass da diese... Was? Diese Plattform ist. Als könnte man das irgendwie ein bisschen skippen. Und die Bombe hier schon so hochleiten. I mean, nicht, dass ich mir nicht, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Aber ist der Sprung hier ein bisschen zu hoch? Ja, ja, das ist er. Nee, ich weiß es nicht, aber... Ah, schade, dass ich diesen einen Floor da gerade hatte. Sonst wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Bestzeit geworden. Naja. Naja, man kann ja nicht alles haben. Dann machen wir mal weiter mit unseren Lieblingsminis hier. Das war ein Scherz. War ein Scherz. 40 Sekunden für den Bums. Worum geht's? Erzähl mal. Ich muss... Genau. Ja. Okay, ich mache einfach... So, wir müssen erstmal hier so machen. Dann gehen die da rüber. Fancy. Geht da rein, ihr Nasen. So. Jetzt nicht wegrennen, richtig? Jetzt drücken wir nämlich rot nochmal. Und dann geht ihr bitte alle mitsamt. Nein, nicht mit mir. Scheiße. So. Ich hoffe, das klappt immer noch. Sollte aber. Sieht gut aus. Also ich muss da nicht mit hoch. Ist okay. Oh, das ging ab. Ey, dass diese blöden... Biester da immer noch rein müssen, ey. Es ist alles nervig. So. 39,68. So close to perfection und gleichzeitig ziemlich close to perfection. Naja, wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Machen wir weiter mit dem vierten Level dieser Welt. Ja, wunderschönen Welt. Munteres Miniland. 4,44 Sekunden. Das war doch intentional, oder? Das ist voll die, das schlechte Zeitlimit. So, es ist viel höher, als eigentlich sein muss. Ah, hat sich einfach gelohnt. Okay. Okay, wir müssen in blau, dann müssen wir... Gelb, völlig okay. Also, wir gehen hier rein. Drücken offensichtlich blau. Ah, nee. Das macht keinen Sinn. Wir müssen schon gelb drücken jetzt. So. Und jetzt gehen wir entweder links oder rechts lang. Das ist die Frage.
glaube, links lang ist schneller. Ist aber auch Wurst. So. Und hier kann ich hier einfach so runtergehen. Ja, kann ich. Nice. Müssen wir nicht warten. Ja, ja. Ich denke, das war so schnell, wie es geht. Ungefähr. Mehr oder weniger, okay? Ist immer ein mehr oder weniger. Und jetzt... wirklich nervig. Kann man diesen Sprung da schaffen? Ist auch Wurst. Komm, wir machen das einfach so. Scheiß drauf. Ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall hier lang. Huah! Sorry. Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anders gemacht habe, als eigentlich so intended, aber... Außer dieser eine Sprung, der vielleicht ein bisschen sehr waghalsig war. Aber Gott, davon abgesehen. Ist doch alles gut gegangen. Ist doch alles gut gegangen. Berli. Na gut. Weiter geht's. 42, die Antwort auf alles. Aber gut, Zeitlimit 44 Sekunden war okay. Sag ich mal, war okay. Okay, ich sehe, was passieren muss. Wir brauchen... So, da hoch. Boah. Nee, hätten wir sogar machen können. Schade. Gib her. Gib her. Mach nicht. Oh, oh. So. So. Und so. War das letzte überhaupt nötig? Ich hab's Gefühl, nein. Egal. Bitte nicht da so. Ja. Ja, dann ein bisschen Angst, dass ich in den Sog komme und dann so noch nach rechts geschoben werde, wie so ein Opfer. So, gleiches Spiel. Warte, das geht nicht da. Nein. Wir müssen oben lang. Alter. Jetzt schaffen wir das nicht mehr, wa? Das war too much. Nein. Zu langsam. Also ich habe 2 Sekunden seit dem letzten Mal gespart und ich würde trotzdem sagen, ich war ziemlich langsam. Das war ja useless. Warum tue ich sowas? Und warum mache ich sowas? Drecksspiel! Naja, habe ich nochmal ein bisschen mehr Zeit zu sparen. Ich stand da gerade einfach random mit dem Schlüssel an, weil ich dachte, Level vorbei. So. Wir lassen das einfach stehen. Das Sprungbrett. Ja, ja. Kriegen wir das hin? Okay, schön. So. Und jetzt aber, oder? Ja. Jetzt haben wir es. Ein bisschen schneller. Und schon haben wir es geschafft. Na, wirklich gut Zeit gespart in der ersten Runde. Also, da wäre noch ein bisschen knapper geworden. Hätte ich da nicht noch ein bisschen mehr Zeit rein investiert, das zu optimieren. Aber so. Es wäre auch gegangen. Alles gut, wäre auch gegangen. Okay. Das Level. Das kommt mir schon wieder sehr bekannt vor, leider. Ist nicht gut. Was müssen wir überhaupt machen? Stimmt, ich erinnere mich. Also. Das müssen wir alles aufmachen. Gut, da rechts. Um gelb anzuschmeißen. Dann blau. Dann da hoch. Schlüssel holen. Zu gelb. Ist okay. Genau. Ne, das war das Level, wo man das hier tun muss. Und ich bin mir gerade unsicher, ob ich das hier aufmachen muss. Ich glaube nicht. Also lass ich's. Nein. Och Mann. Ist auch Wurst. So. Genau. Boom. Blau. Da lang. Ja, scheiß auf, nö. Das dauert viel zu lang. Niemals muss man das aufmachen. Ich brauche ich. Das sollte jetzt keine Zeit gekostet haben, weil der eh gebrannt hat. So. Gelb an und hier rein. So. Und
Dann können wir uns das sparen, nämlich. Und hier ist wieder der Teufel los. Blau. Dann sollte das da runterfallen. Dann rot. Dann blau. Okay. I guess. So. So. Genau, es fällt. Jetzt muss ich kurz hoffen. Nein. Das habe ich überhaupt nicht berührt. Was ein Schwachsinn. Das habe ich nicht berührt. Also literally not. Okay, da müssen wir kurz anders denken. Das Level ist irgendwie lustig. Man muss so mehr on the fly denken. Als man meint. So. 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 Und jetzt wieder so. War? Ist richtig so, ne? Und jetzt. Kurz warten. Ich kann das hier schon mal platzieren. Oh mein Gott, hätte ich jetzt 10.000 Mal geschafft. Egal. Reicht auf jeden Fall fürs Level. Okay. Nette Bestzeit. Sehr nette Bestzeit. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Ja, hatte ich Spaß. Ich hatte Spaß. Das ist alles, was zählt. Ihr Spaß habt, ist mir Wurst. Ich will Spaß haben. Okay. Dann mein Lieblingsboss. Wehe, du drückst. Ich hasse dich. Um. War das so gewollt? Ja, oder? Bestimmt. Ah! Boom. Easy. Alter, ich mache ihn richtig fertig gerade. Habe ich schon das Gefühl. Nicht drücken. Oh. Gleicher Fehler, mein Freund. Hm, nicht drücken. Hm, bevor ich dich umniete. Nee, den habe ich doch gut fertig gemacht gerade, oder? Der hat überhaupt keine Chance. Ich habe mich bis jetzt bei den Gegnern auch noch kein einziges Mal treffen lassen, wa? Noch kein einziges Mal treffen lassen. Ey, Leute. Hälfte haben wir. Hälfte von der Hälfte, sage ich immer. Ja, ich frage mich halt, was länger dauert. Die erste Hälfte oder die zweite? Weil bei den Pluswelten hat man ja immer nur einen Levelabschnitt. Deswegen bin ich mir doch noch nicht ganz sicher. Hier hat man halt zwei. Könnte tatsächlich sein, dass das ein bisschen schneller geht. Weiß ich aber echt nicht. So. Ich mag das nicht. So. Dann bist du schon mal gleich weg. Oder uns noch mehr im Weg. Choose your, pick your poison. Okay, bist du aber nicht. Zack. Outplayed. Ich glaube, das muss man sogar machen, oder? Sah jetzt gerade so aus, als wäre das ziemlich notwendig gewesen. Okay. Da kriege ich immer wieder Bock, den OG-Teil zu spielen. Ich weiß nicht, warum ich das gerade getan habe. Das war stupid. Sollte aber, für mich reicht's. Für mich reicht's, ne? Die wirklichen. Die Leute, die wirklich Ehrgeiz hätten, hätten jetzt neu gestartet und gesagt: Leute, ne. Also, das gerade war ja schrecklich. Düdelidüm, Windows. Okay, habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört. Jetzt wisst ihr aber trotzdem, es hat gerade ein Laptop gedüdelidümt. Ist okay. Ist okay. In einer langen Aufnahme. Hier passiert sowas. Hier passiert sowas. Okay. Was haben wir hier denn? Also. Ich habe das Gefühl, das Level habe ich beim letzten Mal richtig gebastelt, oder? Ich habe das Gefühl. Hier, Manuel, Shoutouts. Hat mir gesagt, irgendwie hätte er das Level anders gemacht. Und ich glaube, er hätte es so gemacht, wa? Ich habe das Gefühl, ich bin oben rumgegangen. Was man natürlich auch tun kann, wenn man etwas weird ist. Oh Gott. Ach, Turm von Babylon hier an der Stelle. Move me. Und nochmal. Oh Gott. Hör auf zu greifen!
Es war so gut. Und dann wurde ich gegriffen. Mario muss begreifen, dass ich nicht greifen will. Er kann es nicht begreifen. Aber ich begreife jetzt das nächste Level. 80 Sekunden. Wir nähern uns längeren Zeitlimits hier, wa? Es ist nicht begreiflich. Bitte nicht abhauen. Ich sagte bitte nicht abhauen. Naja. Dann lassen wir das für heute. Nee, natürlich nicht. Aber. Er ist dann doch fast da. Wenn wir das eh nicht schaffen können hier. Die Frage ist, was müssen wir überhaupt schaffen? Guck, ich snack mit denen. So. Und jetzt? Keine Ahnung. Hätte ich jetzt vielleicht darauf gekonnt schon? Jetzt habe ich nichts gespart im Endeffekt, oder? Was ist denn das für ein weirdes Level? Nee, jetzt habe ich alles hier ge... 4, 3, 2, niemals. Es war definitiv langsam es irgendwas, aber ich wollte einfach tricksen, okay? Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Und jetzt ist es wieder so ein Hürdenlauf. Okay, na dann. Ist ja nicht so schlimm. Zack, die Bohne. Wir warten kurz eine Sekunde. Jetzt sollte passen. Boah, nein! Mario! Mario! Jetzt aber. Das hat bestimmt eine entspannte Deadline, das Level, oder? Da kommen wir leider nicht hoch. Auch da konnte man bestimmt tricksen. Man braucht diesen Schalter nicht drücken, ziemlich sicher. Okay, ich habe richtig rumgehampelt. Hat trotzdem scharf geklappt, also... Nehme ich so hin. Nehme ich so hin. Auch wenn meine Würde ein bisschen leidet. Ich nehme es so hin. Oh, meine Hände sind so schwitzig gerade. Okay. Welt 5, meine Damen und Herren. Welt 5. Level 5. Ich habe letztes gesehen, das war sehr lustig. Oh, ich hasse es. Oh, er dreht sich. Er war letztens unterwegs. Oh, das war so nervig. Move, you idiot! Ach, nicht. Stopp. Eigentlich... Das, wenn ich so mache. Zack. So, wir warten kurz. Ja, das habe ich ja schon längst vergeigt, oder? So. Komm runter. So. And I know what to do. Oh Gott, das wird knapp. Ich kenne meine kleinen Minis, die brauchen Ewigkeiten für so ein Bullshit. So. Jetzt schnell. Alter. Okay. Ich wollte gerade sagen, move as if your life depends on it. Das, actually. Also. Halleluja, ey. Okay. Ja. Buhu. Es ist Buhu-Zeit. Es ist Buhu-Zeit in Level 5-4. Mir ist warm. Draußen ist echt gutes Wetter, ne? Viel zu gut. Viel zu gut. Ich habe schon das Gefühl, ich kann da eigentlich hoch. Wartet. Oh mein Gott, niemals schaffe ich das. Nee. Okay, geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Alles gut. Ging gar nicht. Alles gut. So, jetzt habe ich natürlich meine Frage an die allgemeine... mich hier so, nein, so komme ich da nicht hoch, okay. Aber was ich doch schaffe, ist doch das hier, oder? Ja. Ja.
Das schafft man hier. Oh, habt ihr es gesehen? Oh, oh. Idiot. Okay. Wir nehmen die kleinsten Abkürzungen für die größten Gains. Was ist das für ein Affentheater? Okay, aber das schaffe ich doch wirklich, oder? Oh Gott. Nice. Nice, nice, nice. Ja, das sind jetzt natürlich die allergrößten Gains hier an der Stelle. Oh mein Gott, ich dachte gerade, der killt mich, wenn ich den nur berühre. Tut er nicht, tut er nicht. Alles gut, alles im grünen Bereich. Na, holla die Waldfee. Schön. Schönes Level. Also schön gemacht. Und da hat man auch gemerkt gerade, ja, ein bisschen was für diesen Zeitmodus haben sie schon eingeplant, damit man hier abkürzen kann. Finde ich gut, weil das macht das hier worthwhile, ja, das macht das hier zu dem, was es... Oh nein, das Level, ich erinnere mich. Mist, das habe ich nicht gecheckt. Warte. Ist doch ganz einfach. Ja. Da hätte ich drunter durch, komm, da kann ich... Hä, das habe ich nicht gecheckt, da bin ich ganz komisch. Ist doch ganz einfach, oder nicht? Oder bin ich gerade blöd? So. So. Und jetzt so. Hä? Ich denn nicht will? Ich weiß doch noch. Ich weiß doch noch genau, wie ich da aus rumgegangen bin. Was ist das denn? Das war doch kein Problem jetzt für mich. Man fragt sich, woran es hat. Fragt man sich, woran hat es hier liegen? So. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Nein, ich wollte an die Leiter und dann hat er den Dreisprung gemacht und dann hält er sich ja nicht an der Leiter fest. Das war gerade das Problem. Das war gerade das Problem. Also das ist ein Ding von 10 Sekunden hier, ne? Das ist natürlich wenig. So, kurz warten. Jetzt. So, wir machen einmal... Nein, wir machen nicht blau offensichtlich. So. Zack. Dann so. Und jetzt so. Ja, die oben sind doch auch perfekt hier an der Stelle. Nein, jetzt. Einmal warten. Na, die Zeit haben wir. Okay. Okay. Auch das haben wir doch relativ gut geschafft. Ja, da bin ich. Irgendwie waren die Zeiten in Welt 3 und 4 ein bisschen knapper, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, hier kann man mehr tricksen. Gleicht sich wahrscheinlich aus. Okay. Also langsam fängt es an, Spaß zu machen, muss ich sagen. Mittlerweile ist cool. Man muss ein bisschen denken. Ich hoffe, ich erkläre das irgendwie alles relativ okay. Was ich hier versuche nachzudenken. Aber ich glaube leider nein. Okay. Wir müssen gelb aktivieren. Dafür müssen wir blau aktivieren. Okay, blau aktivieren. Und dann können wir da rein gelb aktivieren. Und dann da links lang und dann da hoch. Und dann ist gut. Okay. Kriegt das hin? Kriegt man hin. Jetzt ist das hier natürlich doof an der Stelle. So. An das Level kann ich mich auch erinnern, weil ich mir dachte, das ist hier voll misaligned. An der einen Stelle. So, also da, wo ich gerade gestanden habe, war das voll misaligned, aber das war immer so. Das war ja der Grund, literally. Oh nein, bitte. Nein. Als ob. Als ob. Als ob man da drauf landen muss. Das ist ja hart. Das ist hart. Nee, aber ich habe irgendwie versucht zu tricksen, natürlich. Offensichtlich. So. Ja, was würde ich sagen? Genau, ich wohne ja, ich bin ja nicht gebürtig, aber ich wohne in Hamburg. Ich bin letztens rumgegangen und habe ein Wahlplakat gesehen von unserer aller Lieblingspartei, CDU. Wir lieben ja die CDU, richtig. Am I right? Nein? Crazy. Und, in Hamburg, also Hamburger Kennzeichen, haha, Hansestadt Hamburg, ich weiß nicht, ich fand das super lustig. Die haben natürlich auch eine eigene Internetseite und die heißt cduhh.de. Aber ich konnte nur CDU lesen da draus. Also CDU. Und das fand ich so lustig, dass ich fast geheult habe. Okay, was ist hier denn los? Was ist denn da los? Kommt man da hoch?
Sieht so aus, aber ein Dreisprung reicht eigentlich nicht aus dafür. Kann man auf so einem Schalter für eine Sekunde oder so stehen und ist dann hoch genug? Nee. Warum ist da dieses Sprungbrett? Können wir das einer erklären? Damit würde man ja übel hart abkürzen, ja? Wisst ihr, was ich meine? So, genau. Blau drücken, an der Stelle ganz wichtig. Wenn ihr nicht blau drückt, habt ihr verloren. Ich sag's, wie es ist. Ich will euch nur warnen. Da kommen wir hier nicht lang. Warum exakt sollte ich hier Gate drücken? What bringeth? Keine Ahnung. So. Oh mein Gott. Ich sehe gerade was. Dafür lasse ich mich nicht umbringen. Kommt man da hoch? Kommt man da hoch? Habt ihr das gesehen? Ich probiere es gleich mal. Wird die Sekunden ungefähr so lang, sollte ich beim letzten Mal auch gebraucht haben. Also, das sollte jetzt keine Überraschung sein. Na komm. Kann man den irgendwie ab... Schade, dass man den nicht so abfangen kann. Das nervt mich ein bisschen, dass der die ganze... Die ganze Reihe lang geht. So. Ich mach mal so. Aber for real. Ja. Haha, wie geil. Das ist ja mega lustig. Hier kommt man einfach durch. Ich lieb's. Das ist ja mega. Wie krass ist das denn? Man kann wirklich abkürzen an der Stelle. Leute, das ist doch cool. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist doch richtig, richtig cool. Einfach so eine Abkürzung. Wenn man die findet, fühlt man sich geil. Ich fühle mich gerade geil. Sage ich, wie es ist. Oh, das war schrecklich. Bitte schnell. Bitte nicht drücken, nicht drücken. Danke. Ist ja Wurst. Wurst. So, zack. Zack. Alter! So krass war es jetzt auch nicht, alles geil. Wo du drückst. Keep in mind. I am your worst nightmare. So, bumm. Jetzt habe ich mich treffen lassen, aber wie wir schon... Wie ich ja schon elaboriert habe, es juckt nicht. Ich habe letztens das Wort elaboriert auf der Arbeit verwendet und dann zurückbekommen. Ich bin kein Akademiker wie du und ich bin so, was willst du von mir? Was heißt elaboriert? Ich so, oh, sorry, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen fies gefühlt. Das war keine Absicht. Ich wollte damit niemanden irgendwie bloßstellen. Aber ja, habe ich dann erklärt. Ich hoffe, er hat es nicht als Beleidigung aufgefasst. Ich hoffe, er dachte nicht, ich will ihn bloßstellen. Aber im Endeffekt ist er auch selbst schuld. Wenn er kein Akademiker ist. Ach, Gottes Willen, ey. So, mach ich das richtig? Am I doing this right? Ah, nope. I'm not doing this right. Okay, seht ihr? Auch Akademiker, wie ich. Das tut gar nicht. Ich habe mein Studium noch nicht fertig. Ich bin kein Akademiker. I'm on it, ja. I know. It's hard. It's a hard knock life. Ich muss meinen Bachelor noch fertig schreiben. Das, was ich in diesem Moment eigentlich gerade tun sollte, könnte man meinen, aber... Warte, ich kann auch noch einfach so machen, ne? Zack. Ist vielleicht schneller? Fragezeichen? Ja, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ist ja nur ein Zeitmodus. Also. Hä? Ich sehe Mittel und Wege. Ich glaube, im besten Fall, wir machen einfach. Machen einfach den ganz normalen Weg. Junge, du stehst im Weg. Habt ihr gesehen? Ja. Passt, ne? Passt schon. Ich äußere mich nicht. Ich möchte mich zu den Kontroversen auf dem Kanal Kawaii nicht äußern. Auf dem Glitch-Gletscher. Die Glitch-Gletscher-Kontroversen, wie man sie nennt. Im Volksmund, also Welt hat sie auf jeden Fall so genannt. Spiegel hat, glaube ich, darüber berichtet.
Ich gucke mir auch nicht alles durch. Ich finde das auch ein bisschen überheblich, so meine eigenen Skandale mir sonst gut. Was laber ich da? Kann mich bitte jemand aufhalten? Das Level sieht richtig kacke aus. Ey, okay, also, was müssen wir denn tun? Wir müssen da runter, den blauen Schalter drücken. Oh, ja, mach doch noch mehr, ey. Gib mir doch noch mehr zu tun in 56 Sekunden. Oder habe ich gerade was falsch verstanden? Kann halt auch sein, ne? So. Geht das schneller irgendwie hier? Nein, nein, das war falsch. Ach, warum drücke ich da rauf? Warum drücke ich da rauf? Dann ist die Leiter doch oben weg. I'm so sorry. Die Glitch-Gletscher-Skandale gehen in die zweite Runde. Der Kanaleigentümer Kawahi hat sich noch nicht weiter geäußert. Nee. Wenn ich so einen Skandal hätte, ne? Was wäre das? Was für einen Skandal würde ich auslösen? Ich dachte gerade, warum ist das da oben? Ja, wahrscheinlich. Nein, ist egal. So, ich drücke einfach hier. Keine Ahnung. Ich hätte am meisten Angst davor, dass ich in so Videos von 2013 oder so mal irgendwas richtig Unschönes gesagt habe. Das wäre, glaube ich, meine größte Sorge. Weiß nicht. Da war ich halt 12. Geht ja noch weiter. Warte. Okay. Wir müssen den Ninji nutzen. Der Ninji ist unsere Rettung. So. Ah, das war jetzt nicht perfekt. Aber war okay. So. Boing, boing, boing. Schön, dass die uns nicht killen können, wenn wir die von der Seite treffen mit dem Sprung. Sonst wäre ich jetzt ziemlich tot. Ansonsten, um ehrlich zu sein, ich bin mir echt nicht sicher, ob das irgendwas... Vielleicht, ich kann mir vorstellen, die sind nicht vielleicht irgendwann... Habe ich irgendwie irgendwas aus Versehen, ich sage jetzt einfach mal aus Versehen. Ich habe wirklich irgendwas plagiariert oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Aus irgendeinem Video aus Versehen. Kein gutes Licht auf mich, aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwie Quellen mal nicht angegeben habe oder so. Ich hatte nicht so viel Awareness dafür, okay? Also geht schauen, wenn ihr wollt. Vielleicht findet ihr was. Was ist jetzt los hier? Ich gehe da hoch. Da lang und dann da einfach runter, ja. Die Level hier sind schon wieder... Ja, ich weiß nicht, ich hatte nicht so viel Awareness dafür. So auch schon noch am Anfang Kawahi-Zeit auf jeden Fall. Also, irgendwelche Bildrechte habe ich bestimmt normale... Oh Gott. Habe ich bestimmt nicht gehabt von irgendwelchen Bildern, die ich benutzt habe, ich bin mir sicher. Ich habe irgendwie so einen Bums... Ja, gute Frage. Ich sehe mich auf jeden Fall... Ich nenne es mal so semi-schuldig. Irgendwas habe ich bestimmt falsch gemacht, da bin ich mir sicher. Da bin ich einfach mal so ehrlich. Ich glaube, irgendwo habe ich bestimmt mal was falsch gemacht. Und ich... Habe ich auch Angst vor, dass das rauskommt. In der Zukunft. Wo zur Hölle muss ich lang? Das ist voll das lange Level hier, ey. Können wir uns da kurz mal drauf einigen, dass es... Wie zu lang ist das Level? So. Ich bin ja schon fast tot hier. 55, 56, 57, 58, 9. Nein, weil du nicht gegriffen hast, du Arsch! Arschloch. So ein Arschloch, Mario. Ah. Okay, ich habe jetzt zweimal gerade noch gefailt, aber das hatte alles einen Grund. Ich zeig's mal kurz, weil ich das doch ganz lustig fand und wahrscheinlich das auch Zeit spart hier. Also, zack, 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 genau. Und jetzt bam. Und hier hat sich Mario die ganze Zeit nur so semi-festgehalten, sage ich mal. Und das war ein bisschen nervig. Was war denn jetzt hier der Fall? Ach, genau. So, wir gehen jetzt auch mal hier lang. Ja, sehr schön. Und wieder zurück. Boah, perfekt. Ja, damit habe ich auf jeden Fall Zeit gespart. Also, wenn ich damit keine Zeit gespart habe, weiß ich auch nicht. So, hier lang ist definitiv schneller. Okay. Und hier bin ich nach oben lang, ne? Okay, hier ein bisschen warten. Da sehe ich keinen anderen Weg, um ehrlich zu sein, aber...
Who knows at this point? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall schneller. Weiß nicht, ob das was Gutes, also gut schneller bin oder schlecht schneller. Na, es klappt auf jeden Fall. Das ist alles, was zählt. Oh mein Gott, oder auch nicht, dachte ich, wenn ich ins blauen Podobo da reinjumpe wie so ein Jumpman. Wie ich halt Mario halt. Naja. Nee, aber das Ding ist, sowas Ekliges mache ich nicht. Ich glaube, ich habe keine Meinung, die so richtig... Ich nenne es jetzt mal schlecht. Schlecht kontroverse Meinung ist. Top. Ich habe gut kontroverse Meinung. Ich habe mehr in diesen kontrovers, aber sie sind richtig. Nein, ich glaube, ich habe ein paar Meinungen, die sind bestimmt ein bisschen kontroverser. Nichts, was ich, glaube ich, hier droppen würde. Und auch wirklich, also... In keinster Weise, glaube ich, rechts. Das kann ich schon mal komplett ausschließen. Ich glaube, ich würde nie irgendwas so... Irgendeine frauenverachtende Scheiße oder sowas labern. Weil das hasse ich auch wie auf die Pest, ey. Das kann ich überhaupt nicht haben. Oh nein, ihr seid tot. Ja, ich wollte gerade sagen, das klappt nicht. Oh, ach, ich kann... Oh mein Gott, das ist ja mega. Ich kann die einfach opfern. Das ist ja super cool. Ey, ich opfer einen. Aber so wird von... So viel steht fest. Dann muss ich zum... Ich spare so Zeit. Es tut mir leid, aber es spart einfach Zeit. Ja. Ja, es spart Zeit. Sorry, guys. That's the truth. So. Jetzt hier lang. Das ist ja Omega-based. So, und was muss ich jetzt machen? Ich weiß, was ich machen muss. Ja. Ihr Arsch. Warte, das geht schneller. Das geht schneller. Nee, ist irgendwie sowas, das ist vielleicht... Nee, ich habe eigentlich keine... Ich bin wirklich kein kontroverser Mensch, glaube ich. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, was ich irgendwie... Was ich sage, ob ich irgendeine Meinung habe, wo die meistens nicht mitgehen. Kein Plan. Na gut, trotzdem... Also ich glaube, ja. Also, ne, auch so... Ich glaube, ich bin generell doch sehr... links zugewandt. Das können natürlich manche als kontrovers sehen. So, ja, von mir aus, dann... Wenn es das für euch ist, dann Entschuldigung. Kann man auch nichts machen. Ja, was, lol. Zack, jo, tschüss. Ich find's schön, dass ich das so sage, so... Seconds, bevor ich diese blöden Mini-Marios ins Nichts hiete. Aber, pff. Mal Spaß. 1, 2, 3, 4. Ich habe locker 2 Sekunden so gespart. Mindestens. Also von daher. Sorry. Ich dachte, ich komme dann gar nicht mehr durch. Aber doch, klar, natürlich. Natürlich kommen wir nur noch durch. Ich bin so gemein. Ja, also. Doch, ich denke, ich bin an sich ein sehr relativ toleranter Mensch. So. Ja. Würde ich schon sagen. Gut. Das ist ja weird. Na, was schmeißen kann ich nicht. Wir gehen dieses Level schon wieder. Ich muss den nachholen, oder? Also ich mach's so. Dann... Ja. So. Und dann lasse ich mich zerquetschen. Perfekt. Ich muss die ganzen Level hier nochmal lernen. Unglaublich. Unglaublich. Aber nee, ich habe schon das Gefühl, so wenn manche... Ach, ich weiß nicht. Es ist wie schon gesagt, nicht so, dass ich Angst habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich hier nichts... Dass ich nichts irgendwie groß falsch gemacht habe. Ja, was mache ich hier? Nee, stoppen wir. Jetzt schon wieder falsch. Also klar, natürlich, wie schon gesagt, ich mache auf jeden Fall Fehler. Aber ich glaube, ich wäre auch niemand, der so sein würde. Hab ich gar nicht gemacht, das war... So, ich habe schon doch auch das Gefühl, dass ich mich bei sowas dann immer bessern möchte, weil ich das total kacke finde.
wenn man so gar nichts aus sowas lernt. Ich habe das Gefühl, man kann aus sowas eigentlich immer was mitnehmen. So klar verteidigt man sich, das, sorry, da sehe ich auch total ein, wenn irgendwas unjustified ist, aber so, denke einfach mal, einfach auch so Publicity-mäßig, da kann man eigentlich immer was draus mitnehmen, wenn irgendwas schief geht. So, und wenn es jetzt wirklich, natürlich, wenn es jetzt die falschen Leute sind, Gott, ja, dann, ja, dann kann man das natürlich auch irgendwie, so, da unten, ja, da kommt man doch so nicht hin, oder? Ich gehe einfach außen rum, ich habe, glaube ich, genug Zeit. Dann hoffe ich mal, dass man das, oder dass ich das dann irgendwie, dass ich die auseinanderhalten könnte, wenn es von irgendwelchen rechten Ecken oder so eine Scheiß kommt. Aber ansonsten, naja. Gut, was ein weirder Ausflug, aber so ist das halt, wenn man sich hier verlabert in 1,5 Stunden Mario vs. Donkey Kong Level, die man schon gespielt hat, versuchen in einer Bestzeit so abzuschließen. So, dann hat man anscheinend doch genug Gehirnkapazitäten dazu, weitere Labereien anzustellen. Okay. Ich sehe, es geht oben lang, darunter. Blau drücken, leuchtet ein und dann wieder zurück. Okay, okidoki. Naja, ansonsten, ich würde sagen, ja, ich interessiere mich ja schon für Politik, auf jeden Fall. Smooth. Smooth. Aber eigentlich auch, ich würde es nicht besonders gerne so in so Gameplay-Videos wie diesem hier irgendwie anbieten. Das ist dann vielleicht nicht der richtige Ort dafür. Naja. Aber so Kontroversen. Ich habe das Gefühl, den meisten Leuten mit ein wenig mehr Publicity passiert das schon. So, da ist niemand so ganz frei von. Aber klar, solche Probleme habe ich jetzt gerade wirklich noch. Ich sag mal jetzt. Ja, Mario, du musst auch dann zu dem hingehen. Nicht wieder hochspringen, Hilfe. Das passiert jeden irgendwie irgendwann mal und es geht immer darum, okay, wie gehen die Leute denn damit um? So, manche gehen damit sehr schlecht um und kommen dann doch weg damit, leider, irgendwie. Und manche gehen damit relativ gut um. Oh Gott, ey. Wenn ich so James Somerton-mäßig wäre, ja, dann könnte ich einpacken. Okay, dann würde ich gucken, dass ich hier wegkomme aus dem Internet. Das wäre ja. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm. So, ich sehe gerade nicht so viel. Rot ist da hinten. Okay, was? Okay, ich nehme das Laufband. Ich nehme. Also, ja, doch, muss ich. Ja, doch. Also, wir gehen hier runter. Voll anstrengend gerade mit, also so mittlerweile hier wirklich so mir was auszudenken. Da? Ne, da oben bringt ja überhaupt nichts. Ich müsste blau, aber blau. Der blaue Schalter ist. Okay, komm, dann muss das jetzt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu sein. So. Hab ich da? Ja, ich komme an die Leiter. Okay. So. Ja, okay. Wir gehen hier lang, schmeißen den rüber, gehen hier rein, kommen unten raus, gehen hier wieder rauf und haben's. Okay. As easy as that. Kann ich gar keinen Bullshit mehr labern. Mann! Mag es nicht, wenn die Levels kompliziert sind. So, das ist eine relativ einfache Sache. Man könnte in den roten reingehen, aber bringt das was? Wo kommt das raus? Da. Nee, das bringt leider nichts. Man muss. Nee, dann drücken wir blau. Drücken blau. Gehen wir mal ins Ziel, oder? Das ist jetzt kein großer Mehraufwand, würde ich behaupten. So. Boing, boing. So, ich. Ja.
Solange die mir nicht auf den Kopf fallen. Alles gut, kann ich den Rest lassen. Ja, ist wahrscheinlich für... Ist natürlich ganz lustig. Es erfüllt so ein bisschen so einen Doppelzweck. Weil auf der einen Seite ist es natürlich für die Geschenke gemacht, so. Aber jetzt ist es so ein bisschen Ablenkung, so dass man nicht diesen Path kennt. So, man muss so ein bisschen von diesem, ich sag mal, vorgefertigten Path und so abgehen. 100 Sekunden, okay. Und man hat so ein paar Dinge, die man rausfiltern muss. So, okay, man weiß nicht... ob man etwas wirklich braucht. So, sag ich es mal so. Man weiß nicht, ob man etwas wirklich braucht. Danke, mein Freund. Kupferstecher. Schwer. Ja, sehe ich übrigens mit den 100 Sekunden. Nein. Alter. Lass mal das normal machen. Ey, was war das denn gerade für ein Clown-Fiesta? Hilfe! Lustig, ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass das hier noch nicht vereist war. Aber anscheinend doch. So, wer geht der hier hin? Cool. Alter. Ich hab grad so einen coolen Jump gemacht, oder? Ach, ey. So einen coolen Jump gemacht. Ja, geh mal hoch. Mach irgendwas Dummes. Sorry. So. Jetzt. Yes. Sehr gut. Boop, boop. Ganz nach oben. Donkey. Mr. Kong. Du bist ja ein Wilder. Ein Wilder. Schnell weg da. Was wollte ich denn gerade hin? Das war natürlich keine Absicht. Kann sich das vorstellen. Das war nicht mein Plan. Original. Lee. So. So, ich habe noch 50 Sekunden. Das sollte doch passen, oder? Gib mir Fass. Kein Fass. Auch kein Fass. Okay, wusstet ihr, dass man sich mit Y einfach zurückstellen kann? Ich nämlich nicht. Das habe ich gerade rausgefunden. Komm mal wieder runter. Komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Ich stand ja gerade auf den Händen und wollte nicht einen hohen Sprung machen. Und habe deswegen einfach Y gedrückt. Und das hat mich vor dem hohen Sprung gerettet. I did not know that. Ja, was man alles herausfindet, wenn man dieses Spiel viel zu lange spielt. So, aber das war wild. 6 schon? Huch. Ey, time flies. Okay, dann machen wir jetzt den Mysterienforst. Wie ist das Bild da? Komisch, oder? Leute, scheiß drauf. Ich mach jetzt den. Ich mach gleich Donkey Kong hinterher. YOLO. Sagt man seit 2015 nicht mehr. Seit 2014. 2014. Nee, ich hab jetzt Lust. Ich mach jetzt den hier. Was hat er nochmal gemacht? Was war noch sein Ding? Oh, er war ein Bomben. Er war Mr. B. Ja, das war ja schlecht. Aber das war okay. Aber das war das. Das war der Bomben-Dude. Der war doch nicht so schwierig. Wir hatten das doch eben. Ich habe doch eben noch drüber geredet. Genau, ich stelle mich einfach hier hin. 60 Sekunden habe ich. Oh! Würde mir einfach so eine Bombe entgehen. So, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay, anscheinend wirft ihr die erste so nach hier hin. Na. No. Oh! Bombe! Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, die nächste nach. Ja, ist egal. Nein. Ah. Bumm. Oh, warte. Ich nehme auch die. So. Ist doch alles doof. Ach, das war ja erst der. Ach, Mist. Das war ja auch gar nicht die richtige. Junge. Der Struggle ist real, ey. Scheiß drauf. Oh nein, Donkey Kong. Der Struggle war real. Ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt gemacht habe. Das bringt alles durcheinander. Mir war einfach langweilig gerade. Okay, ich hatte keine andere Wahl. Boah, ey, mach ich jetzt weiter? Okay, machen wir Level 6. Ich weiß auch nicht. I'm sorry that I am like this.
Mal schauen, wie mich das durcheinander bringt. Vielleicht bringt mich das jetzt übel durcheinander. Und die ganzen Gimmicks des Levels überhaupt nicht mehr weiß. Was war hier denn los? Wir müssen an den... Ach, das ist ja einfach, oder? Das ist ja super easy. Das mache ich jetzt immer, okay? Ich sage jetzt einfach nur, dass es scheiße easy ist. Nee, aber guckt. Das habe ich letztes Mal schon so gemacht. Das weiß ich noch. Letztes Mal schon das gesamte Level zerstört. So habt ihr nicht... Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Damit habt ihr nicht gerechnet. Hab ich nicht gerechnet. Gut, auch eine Bombe ist ja super useless. Ja, wo müssen wir überhaupt bomben? Okay, wir müssen ganz nach oben. Wir müssen nämlich gar keinen Schalter drücken. Dann den blauen Schalter drücken. Gibt's einen? Nein. Wie kommen wir denn da hoch? Ich sag jetzt einfach mal, das geht. Game's too easy. Oh Gott. So. Genau, jetzt hier runter. Wie geht nochmal das Spiel? Hilfe! Ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Also echt jetzt. Ich habe gerade R gedrückt wie so ein Wilder. Entschuldigung. So. Genau. Und so macht man das Level in 46 Sekunden. Wunderbar. Meine Denkpausen sind immer so lang, ne? Es tut mir auch leid. Cool. Nee, das hat doch gut geklappt. Na dann, machen wir 7,5. Bis jetzt scheint okay. Bis jetzt scheint okay. Ich komme damit klar, von hinten das zu machen. Es ist tatsächlich dieses Level alle schon mal gespielt. Und das Level, oh, das war gruselig. Das war schlecht. Was war denn da nochmal das Problem? Irgendwie die... Das war nervig alles. Ich weiß das noch. So. Ich mache jetzt einfach mal, wie ich denke. Ja, okay. Einfach mal, wie ich denke. So. So. Genau. Dann hier. So nämlich. Und jetzt müssen wir aber noch hier draufklicken. So, weil das noch einmal sich ändern muss. Und dann haben wir es doch. Okay. Genau, aber das war das mit dieser, mit dem Elevator, weil man die ja dadurch so machen kann. Und das war so komisch. Und jetzt müssen wir einfach bis... Wo soll das der Mini-Mario? Ach da, ich sehe jetzt ihn. LMAO, ey. Okay. Ja, einfach hier durch, wa? So, genau. Nein! Don't leave me, little boy! Ich hab ja wirklich gar nicht so viel Zeit, ne? Das ist schlecht gerade. Was? Als ob. Warum ist der nicht? Warum hat der den nicht festgehalten? The fuck? Okay, folgendes. Das sollte funktionieren. Ja. Okay. Wir haben's. So. Das ist gut. So, das ignorieren wir alles relativ stumpf hier, so. Jetzt hole ich mit denen. Das geht bestimmt auch, ohne den zu holen, aber... das Level war relativ knapp, würde ich behaupten. Jetzt nicht, was man da noch sehr viel besser machen hätte können. Obwohl, ich habe ein bisschen verkackt eben im ersten, in der ersten Stage. Ich glaube, da war ich beim ersten Mal schneller. Also, never mind. So, meine kleinen Lieblingsviecher. Nee, das waren die Mini-Marios. Das ist alles nicht so einfach hier. Okay. 68. Ach, das Level. Ach, das Level. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ganz komische Dinge gemacht. Wo muss ich denn hin? Okay, wir müssen ganz auf die andere Seite. Blau drücken. Ja, okay. Zack, zack. Genau. Der Rest ist relativ trivial, würde ich jetzt mal behaupten. Wir müssen hier irgendwie durchkommen.
So, hier hoch. Oh mein Gott, war das knapp. So, hier runter. Da runter, da rein. Weil wir schlau sind. Schluckies. Zack. Ich wollte schon wieder R drücken gerade. Die Steuerung dieses Spiels ist anscheinend einfach zu viel für mich. Ich muss 2 Knöpfe extra drücken. Das ist schon krass. Also. Ja. Und so. Also, ich weiß nicht, wieso ich jetzt mit. Also ich muss ja wirklich nur R, X und das war's. Also sollte man eigentlich schaffen. Auf der anderen Seite, das. Das war nervig, oder? Ich glaube auf jeden Fall, das wird nervig. Oh Gott. Was ein dummes Level. Oh. Oh, es ist ein träges Level. Es gibt wahrscheinlich so 2, 3 Cycles. Also, ne, quasi, das einmal durchläuft und dann kann man erst später wieder das Level schaffen. Also, und ich habe, glaube ich, alle verpasst. So, hier nach. So. Das schaffe ich nicht. Niemals. Oh mein Gott. Nervig. Nervig, nervig, nervig. Aber alles gut. Alles gut. 62 Sekunden. Hätten wir 5 gehabt, hätte ich noch chillen können. Hätte ich noch chillen können. Ja, also diese Elevator, die gehen ja so nach oben und dann kommen sie wieder. Und wenn man die gerade verpasst, dann muss man ja warten, bis quasi dieser Cycle, dieser Durchlauf durch ist, oben ist. Und dann kann man erst wieder rauf. Und davon habe ich, glaube ich, 2, 3 verpasst. Und deswegen, naja, hat das so lange gedauert, wie es halt gedauert hat. So, das glaube ich, ja, das Level war gar nicht so einfach, war. Ich könnte mir natürlich wieder überlegen, meine ganzen Minis zu opfern. Die Frage ist, was muss ich überhaupt tun hier? Mein Tee schön und gut. Oh, das war so ein ätzendes Level, oder? Hm. Ja. Okay, warte. Jetzt müssten wir, glaube ich, so machen. Glaube ich. Dann hier hoch. Dann hier so. Hier bitte runter. Und jetzt kann ich in der Theorie die wegbomben. Ja, ja, ist okay. So gewollt. Ich habe das Gefühl, ich bin langsam. 1, 2, 3. Schön. 5 Sekunden mit nur 3 übrig ist gar nicht so gut, habe ich das Gefühl. 5 Sekunden übrig mit 3 Leuten. Nein, nicht Neustart. Warum Neustart? Nein. Bin froh, dass ich das geschafft habe. Okay, kein Neustart. Verlassen. Verlassen. Verlassen Sie bitte dieses Gebäude. Okay, 7-3. Wir sind fast am Anfang. Ich weiß immer noch nicht, was genau mein Auftrag war. Aber passt. Die Sachen werden unangenehm. Okay. Ich würde behaupten, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und jetzt hier drauf. Gelb an. Doch. Und es geht gar nicht. Okay, warte. Schade. Ich dachte, vielleicht geht ja das. Das wäre richtig cool. Dann müssen wir es anders machen. Aber wie? Wie muss man es tun? Ah ja, stimmt. Ich hab's. Wir müssen erstmal gelb drücken und dann hier durchgehen. Genau, so ging das. Und jetzt
Genau, so. So und so. Jetzt müssen wir den nur noch im rechten Moment kriegen. Schön. Schönes Rätsel. Schönes Rätsel, immer noch. Ich habe es schon mal gejudged, ziemlich sicher. Fand ich es bestimmt auch okay. Ja, jetzt erstmal bomben. So viel steht fest. Okay. Wenn das fertig ist, dann... muss blau drücken. Dafür muss ich... nochmal bomben, aber auch nur einmal, oder? Also einmal noch bomben. Ne, zweimal. Aber das ist doch okay. Was ist denn sein Auftrag? Hä? Junge, bist du blöd? Das hat er noch nie gemacht. Das ist wieder so ein Cycle, weil ich jetzt auf die Bombe wieder warten muss. Das ist zum Beispiel ein Cycle. Ja, lol, Alter. Gute Frage, dass ich das überhaupt noch hinbekomme. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nee, niemals. 60, 62, ja. Nice! Weil diese Bombe ein Idiot ist. Was war das denn? Okay, naja. Probier es auch nochmal. Und mach mal jetzt so. Bitte klapp. Und ich hätte gern noch eine Bombe. So. Die Bombe ist jetzt auch ein bisschen netter gegangen, als sie es eben vorher ist. So dass ich jetzt einfach so machen kann. Genau. Ja, das klappt ja viel besser. Ja. Also es war eigentlich literally nur diese eine blöde Bombe da. Die überhaupt nicht das gemacht hat, was ich sollte. Cool. Nett. Na dann, machen wir weiter. Mysterien for Steam 2. Einen tollen Zeitlimit von 62 Sekunden. Mhm. Also. Ist alles nicht skippbar? Brauchen wir eigentlich... ja, und dann nochmal rot. Also eigentlich ist da, glaube ich, relativ viel dran skippbar. So. Jetzt habe ich hier blau. Wenn ich jetzt schnell genug bin, kann ich einfach so machen. Genau. Das weg. Das holen und fertig. Also ich denke... danke. Hier müssen wir... ich erinnere mich. Kann man das nicht vereinfachen? Schafft man den Sprung da, ist die Frage. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Warte, wir gehen da hoch, drücken gelb. Genau. Dann drücken wir wieder rot. Dann drücken wir wieder gelb. Ja, ja. Das sollte passen. So. Zack. So, da können wir jetzt hier so machen, muss aber auch nicht. Rot. Jetzt müssen wir kurz auf den warten. Da müssen wir gar nicht. Junge, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein scheiß Ernst. Ich hasse dieses Spiel. Okay, never mind. Warte, ich muss noch rot drücken. Ich habe rot vergessen. Ach, schaffen wir auch so, oder? Mann, oh, wie blöd, ey. So, scheiße. So, das Interessante ist ja jetzt eben der Fakt, dass man auch gelb da drücken kann. Wenn ich das schaffe, wäre es ja schon lustig, aber... ich sehe das jetzt mal als extra. So, als muss nicht sein. Genauso hier. Warum drücke ich nicht einfach hier so, zack... geht doch viel einfacher, oder nicht?
So, jetzt warten wir kurz. Ja. Zack. Zack. So, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. So. Aber ich denke mal, jetzt ist doch auch geschafft, oder? Nicht so ganz. Als ob, Junge, du blöder... Mann, das ist doch nicht wahr. Ach, die klappen nicht. Ist doch scheiße. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Level hier sind schwieriger als die Level, So. Ah, schön. Jetzt muss ich eigentlich nur noch mal diesen tollen Sprung hier schaffen. Vielleicht habe ich ja jetzt ein bisschen Zeit gespart. So. Und jetzt so. Oh, ich hab... Shit. Ah! Rot noch drücken! Die Level sind teils schwieriger. So, ist egal. Hat auch so geklappt. Als die späteren von Level von Welt 7. Ich habe das Gefühl, die ersten Welt 7 Level habe ich jetzt mehr mit gestruggelt als mit den anderen. So, mit denen, da kann man auch gut springen. Mario stößt sich so ein bisschen in den Kopf, aber das ist nicht so schlimm anscheinend. Der behält das Momentum trotzdem. Okay, so. 7-1. Boah, mit der Welt struggle ich bis jetzt am meisten auf jeden Fall. Ist doch gut, ist doch gut. Um hier ein bisschen was zu arbeiten, zu bearbeiten. Geht da jetzt einfach hoch? Bin mir unsicher. Geht ja. So. Und jetzt. Weiß nicht, vielleicht hätte man da beides machen können. Was mache ich da? Jetzt. Oh nein, und dann muss ich nochmal drücken. Seht ihr? Ich bin voll am Struggeln. Ich bin voll am Struggeln. Ich glaube, es ist tatsächlich. Ich glaube, es ist schneller so zu machen. Auch wenn es kontraproduktiv ist. Kontraintuitiv ist. Nein, so. Weil das der einfachere Weg ist. So. So. Nicht so. Auch hier habe ich schon das Gefühl, es geht eigentlich schneller. Vielleicht kann man irgendwann mal schon quasi dahin gehen, wo der Schlüssel ist, aber ist mir jetzt bewusst. Passt schon, passt schon. Wir schaffen das auch so. Jetzt muss ich nur noch da lang. Bist du noch einmal ändern? Fragezeichen. Nö. So. Jetzt schnell hier hoch. Und dann so, ja. Okay. Passt. Schaut, wird 7 geschafft. Oh, ey. Mama mia. Ja, die Frage bleibt, was schaffen wir schneller? Die normalen Welten? Oder die Plus-Welten? Wir werden es irgendwann erfahren, nachdem wir Welt 8 gemacht haben noch. Das ist jetzt noch drin. Welt 8 ist noch drin. Eigentlich wollte ich die alle in einem Part, an einem Stück aufnehmen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich hier noch ein kleines Päuschen hiervon brauche. Das ist schon ein bisschen... Ne? Man macht sich schon nicht einfach. Zack. Komme ich nicht durch. Da wäre ich nicht durchgekommen, oder? Glaube ich nicht. Vor allem bei diesen späteren Leveln hier. Okay, da wäre ich durchgekommen, ziemlich sicher. Okay, bumm, zack, peng. Ich weiß es nicht, gute Frage. Ja, das brauche ich, glaube ich, nie nochmal versuchen. Ich glaube, das wird nicht. Das muss ich nochmal versuchen. Von Anfang an nochmal versuchen, sonst tue ich mir keinen Gefallen, glaube ich. Eieiei. Leute, Leute. Ich mag dieses Geräusch dieser Laser so extrem gerne. Oder? Ist doch mega. Aber Shoutouts an den Schlüssel, dass er mich gerettet hat eben. Das auf jeden Fall. Man könnte sich auch einfach in die Dinger reinjieten teilweise, oder? Oh Gott, jetzt hat's geklappt. Weil es ist ja scheißegal. Man... wird nur so zurückgefallen, man fällt nur so zurück. Der Schlüssel legt dann, ich sag mal, Strecke
zurück. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Nein. Mist. So. And now we wait. Mario übt sich ein bisschen am Handstand machen. Was müssen wir denn als nächstes machen? Also wir gehen da hoch. Wir gehen einfach rüber. Wir scheißen auf den Rest, oder? Schon. Ja, wann man jetzt hier wirklich springen kann, ist natürlich auch immer schwierig. Ist nicht so einfach. Komm! Ja! Nicht schlecht, Herr Specht. Und der Specht ist Mario. Ich wollte gerade sagen, er bringt nicht die Kinder, aber das ist auch der Storch, wenn dann überhaupt. Also, das ist so scheißegal. Ach ja, so. Ja, wir machen jetzt auch wieder... Jeder, der hier nachgucken will, wie man ein Zeitlevel schafft, der ist auch, der denkt sich auch, warum? Warum tust du das? Und ganz ehrlich, das frage ich mich auch manchmal. Mach das Level. Ja, okay. Also. War doch schon so trivial, dass man einfach hier das so festgehalten hat. Und dann... So. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es gerade besonders schnell mache. Und das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Move your ass. 40 Sekunden hat das gedauert. Also wirklich lang. Irgendwie. Irgendwie lang. So. Gott. Geh da weg. So. Bleib da nicht dran. Ach komm, ich muss es probieren. Ja, geht. Schön. Ja, sonst hätten wir jetzt auch lassen können. Jetzt habe ich es... Habe ich mir vermaledeit versaut? Habe ich das? Vielleicht. Zwei. Boah, war das knapp. Ja, das funktioniert nicht mehr. Oh, doch, warte. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Ha, alles gut. Easy. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich es versaut, weil ich dachte, ich habe nur 70. Ich habe 70 Sekunden, aber ich hatte 72. Okay. Also das kann man auf jeden Fall schneller machen. Das steht außer Frage. Aber so schnell? Naja. Okay. Machen wir das? 8,5? Offensichtlich. I'm so sorry. I am so sorry. Okay. Ich habe das Gefühl... Nein! Und das! Ich hab's gehasst. Oh, ich habe dieses Level so gehasst. Mich allein. Ich gehe in die Richtung, ja. Das heißt, es geht in die. Ah, das geht auch in die. Dann mache ich so, dann mache ich gelb. Wartet, ich habe eine Idee. Ja. Das geht leider nicht, das ist das Problem. Das ist ein Problemsche. Okay, und wenn ich einfach so mache, weil dann komme ich auf jeden Fall hier lang. Vielleicht kann ich das ein bisschen cheesen. Vielleicht. Okay. Hear me out. Oh, das wäre so schön. Ich will diese Level nie wieder machen. Also, folgendes. Wir machen alles falsch. Basically. So. Wir gehen hier so hin. Drücken gelb. Zwei. Okay, da muss man gut sein. Wenn man da nicht gut ist, dann klappt das nicht. Wenn man da gut ist, ich glaube, dann kommt man noch an diesen Schlüssel ran. Wir brauchen gelb, ne? Also eigentlich muss man blau drücken. Oh, blöd.
Gelb macht natürlich. Gelb ist das, was die Welt erhält. Dann ist es aber umgedreht. Doch, komm, wir schaffen das. Ich bin mir sicher. Wir schaffen das, wie schon gesagt, for all the wrong reasons. Das war schlecht. Dass man da nicht langkommt. Das ist wichtig, eigentlich. Versteht ihr? Das wäre wichtig. So konnte man richtig Zeit saven. Könnte auch rechts irgendwie vielleicht lang. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Was zur Hölle? Du blöder Affe. Warte, falsches Spiel. Nee, falscher Charakter. Nee, wieso ist der da jetzt gesprungen? Und selbst mit dem Sprung, man kommt an die Stacheln und kommt da nicht lang. Das ist doof. Okay. Jetzt mache ich es mir gerade viel komplizierter, als es eigentlich sein muss wahrscheinlich, oder? Ich glaube auch. Hä, geh doch da lang. Mario, ich... Häute dich. Okay. Das war vielleicht ein bisschen too much. But I swear to God, I will. Man könnte das vielleicht auch anders machen, aber ich will das nicht anders machen. Ich will das hier so lustig machen. Jetzt macht das und dann drückt er... Boah, ey. Was ist los bei ihm? Warum hat der Y gedrückt? Also, ich habe Y gedrückt, aber nicht mehr an der Stelle, sondern 2 Sekunden vorher. Mann! Nervig. Digga, bist du blöd? Was macht der da? Ach, Mann. 1. Ich hab ihn. So. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich schmeiß ihn gleich wieder hin. Geh da rauf. Drück blau. Muss ich ihn schon wiederholen, ne? Und mit blau komme ich an der Stelle nicht so gut weiter. Ach, scheiß drauf, ich versuch's einfach. So. Mario? Bitch. 5. 3, 2. Nee, es geht leider nicht. Ich hab das Gefühl, das wird nix. Ach, Mann. Das an der Stelle dauert zu lang. Und dann kommt man halt nicht zurück mit blau. Schade, dass man den Schlüssel da nicht rüber transportieren kann. Und dann blau jetzt nicht rankommt. Ich sag euch, wenn man den da rüber transportieren könnte, den Schlüssel, dann wäre das super easy hier. Das geht wirklich nicht, ja? Sieht nicht so aus. Nee, die haben auch schon Dinge dagegen getan, dass das geht. Ich glaube nicht, dass das geht. Kann man ja wirklich überhaupt nichts machen mit diesem blöden Schlüssel. Ah! Schade. Okay, dann muss ich mir jetzt nochmal wirklich überlegen, wie dieses blöde Level funktioniert, weil ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay. Man drückt erst gelb und dann blau, I guess. So. I mean, sure, why not? So. Dann blau. Dann kann man quasi sich den holen, relativ easy. So, jetzt kann ich rot drücken. Okay, ich drück rot. Mann, ist das langweilig. So. Genau, dann irgendwie so. Okay.
Dann kann ich mir den hier auf der Seite holen. Kann so machen. Dann. Ja, kann ich dann hier rein. Das war gar nicht so schwierig. Na gut. Gut, machen wir es halt auf die langweilige Art. Ist okay. Und jetzt, wir sind ja aber noch lange nicht fertig hier, wa? Okay, also erstmal so auf jeden Fall. Warum war das kein ganzer Sprung? Warum ist das kein ganzer Sprung an der Stelle? Ich kotze. Das muss ich den Scheiß nochmal machen. Ohne Spaß, ich mache diese Level nie wieder außerhalb der Reihenfolge. Das ist ja schrecklich. Hätte ich das gewusst. So. Okay, und jetzt machen wir das Ganze anders. So. Nein, 1, 2, 3, genau. Komm ich dann noch so. Ach, Quatsch, laber nicht, ey. So. Dann wahrscheinlich hier rauf. Och, Mann. Ich hoffe, hier ist nichts im Sinne von... Oh, da ist was im Sinne von... Eins. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Okay, ich krieg das hin. Alter, Stress. Was ein Stresslevel. Purer Stress. Schön. Haben wir das geschafft? Ich sag's nochmal, ich mach die nie wieder out of order, okay? I'm so sorry. I'm so sorry for doing this. Wir machen 8-2. Jetzt machen wir es nach Reihe und Glied, genauso wie Gott es wollte, okay? Okay? War das jetzt kontrovers? Bin nicht gläubig. Ist auch nicht kontrovers. Das ist ziemlich unkontrovers. So. Ich probiere einfach mal. Kann nicht so schwierig sein. So. Warte. Ja. Genau. Und jetzt. Nein. Nein, nein, nein. Warte. Ja. Okay. Okay. Bin dabei. I'm on it. So. Ich glaube nicht, dass das schneller als original war, aber ich habe es irgendwie gemacht und es hat geklappt. Und das ist doch das die Hauptsache, oder? Das ist doch die Hauptsache. Also hier sehe ich jetzt überhaupt nicht das Problem. So. Nein, Alter, du musst doch... Boah. Offensichtlich war das nicht das, was ich tun wollte, sondern ich wollte einfach nach unten. So ein Bullshit. Okay, ich habe ein bisschen verkackt. Ich habe es jetzt in 40 Sekunden geschafft. Das ist doch auch okay, oder? Was war das? Was macht er da? Jetzt frage ich mich schon wieder, womit habe ich das verdient hier? Was ist jetzt? Warum geht es jetzt schon wieder schief? Ich habe doch nichts falsch gemacht. So. Nein. Okay. Das ist wirklich... Das ist ein schlechter Scherz, dass der jetzt in die Richtung abgehoben ist, ey. Damn, 26 Sekunden. Diesmal bin ich echt abgegangen. Ich würd's fast gerne zeigen, was ich getan habe. Warte. Das ist doch bestimmt hier noch drauf. Hier. Okay, schaut euch das an. So, zack. Bin hier hoch. Ganz klare Sache. Jetzt bin ich einfach hier stehen geblieben. Und boom, bin einfach so hier hoch, dann auf den rauf, hab mir so den Schlüssel geholt. So, jetzt habe ich kurz verkackt, da hätte ich mir schon den grünen, den blauen Schalter holen können. Da hätte ich also noch mehr Zeit sparen können. Mega, oder? Sorry, dass ihr das jetzt in dieser Low-Bob-Qualität sehen musstet. So, 2, 3, 4. Das war ja so cool. Ich bin so cool. Okay. Jetzt bitte einmal.
Holy moly, Alter. Wie habe ich den denn gerade abgewehrt? Ich weiß nicht genau wie. Es hat aber geklappt. Das ist alles, was ich persönlich zum Leben brauche. Also von daher, yo. Hat doch geklappt. Neue Bestzeit. Dililing. Schön. Oh. Okay. Wir haben hier nicht den leichtesten Job, ne? Haben wir nicht den leichtesten Job. 8-4. Kann das schlimmer sein als das Level davor? Beziehungsweise das Level danach? Nein, eigentlich nicht. Von daher bin ich schon mal nicht am worryen. Guck mal, ist schon richtig hier. Ist eigentlich schon alles richtig. Muss ich eigentlich den Schlüssel holen? Ich muss keinen einzigen Schalter drücken, kann das? Ich drücke einfach keinen einzigen Schalter. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier durch, leider. Dann hier lang. Und dann wieder nochmal da durch. Das meinte ich. Hatte jetzt, glaube ich, keine Konsequenzen, dass ich getroffen wurde. Ich glaube, es war sogar schneller dadurch. Oder? Was dankt ihr? Ne, ist egal an der Stelle. Das war nur für ein Geschenk. Der blaue Schalter da. Oder auch nicht. Shit. Nein. Mist. Mist, Mist, Mist. Nein, ich muss das drücken hier. So. Jetzt kommen die da nicht raus. Oh Gott. Nervig. Ja, jetzt ist natürlich die Zeit ein bisschen im Arsch. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Aber man kann es ja versuchen. Nee, doch, auch den muss man drücken. Also, zack. Es wird nicht mehr machbar sein. Es wird nicht mehr machbar sein. 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich bin nicht an der Zeit gestorben. Okay. Okay, dann machen wir das jetzt hier mal von Anfang an ein wenig besser. Und dümpeln hier nicht rum. Ist die Frage, ob man die irgendwie aufhalten muss. Ich glaube aber, das passt. I think we're fine, oder? Schauen. Ja, die werden sich jetzt noch ein bisschen rum. Boah. Ist jetzt die Frage, kommen wir hier durch? Ja. Na, das hätte auch besser gehen können, sage ich ganz ehrlich, aber ist schon. So, jetzt soll das passen. Ja, jetzt haben wir noch 20 Sekunden für den Shy Guy, um sich hier ganz genüsslich auf den Stacheln genüsslich zu bewegen, genüsslich fortzuschreiten auf seinem Weg. Auf seinem niemals enden willenden Weg, um ehrlich zu sein, weil er hat nichts anderes im Leben. Er hat nichts anderes im Leben. Der rennt da hin und her. Er ist wieder Lonely Goomba. Bloß, dass er nicht mal ein DS dabei hat. Also ja eigentlich gar nicht wieder Lonely Goomba. So, ich merke schon, wir nähern uns dem größten Rätsel, was sich uns heute darbieten wird. Von den Profileveln wahrscheinlich abgesehen. Okay. Sehe ich. Ich glaube, das sehe ich. Wir müssen... Ach ja, geht. Hier müssen wir uns kurz festhalten, ja. Übrigens, mir gefallen, glaube ich, wirklich die originalen Level besser. Immer noch, denke ich, immer noch. Die haben irgendwie... Die flowen einfach besser hier. Mach mal so, aus irgendeinem blöden Grund, den keiner versteht. So. Kann hier zurückrennen. Gerade sagen, hoffentlich klappt das noch. Oh nein, oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Nein! Alter, Mario, Junge, bist du blöd? Was war das denn?
Das hätte er wirklich, also den er wirklich machen können. So, okay. Hier sind wir. Ich glaube, ich habe ein bisschen länger gebraucht als eben. Weil der Shy Guy, ich habe den Shy Guy nicht erwischt. Also Wurst. Oh, ich weiß nicht, was hier genau die Phase war. Aber ich sehe, wir müssen da oben hin. Da kommen wir ganz einfach lang. Da kommen wir ganz einfach lang. Und dann zweimal Bomben. Okay, also wir müssen einfach nur lang gehen. Gelb. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau, hier ignorieren wir einfach. Oh mein Gott. I am so sorry. Ich habe es total nicht gesehen, dass das da ist. So. Gelb. Rot. Wie schon gesagt, zweimal Bomben. Eine Bombe. Bei Rot gleich durchgehen. Dann haben wir es. Eins, zwei, jetzt. So. Ja, perfekt. Ich sehe da kein Problem mehr. Das war, das hätte noch eins werden können. Sage ich, wie es ist. Ich wusste nicht, ob ich mich ducken kann. Deswegen habe ich den safen Weg genommen. Bin dabei fast getroffen worden. Und dann war es doch nicht so safe. Dililililing. Neue Bestzeit. Ach, ey. Okay. Und dann noch dieses wunderbare Level. Das wird uns bestimmt nicht alles rauben an Energie, die wir jetzt noch übrig haben. Bin mir sicher. Und dann darf ich mich nochmal den tollsten Leveln auf der Welt widmen. Das war doch voll okay, oder? Warte, das war voll okay. Ich gehe da lang. Dann drücke ich einmal. Dann drücke ich einmal. Okay. Nee, das schaffen wir, komm. Geht alle runter. Zack. So, und jetzt. Ja, einfach trotzdem. Geht hier lang. Geht hier lang. So. Muss ich blau über. Nö. Ich geh da durch. Drück rot. Ne, ich geh da durch, hol die Tonne, drück rot. Ist egal. Ist Wurst. Ja, mach durch weiter. Und jetzt hier rein. Oh. Ist auch egal. Ist alles egal. Wir. Euch, ihr seid egal. Na, stimmt. Ich habe vergessen, rot zu drücken das zweite Mal. Naja. Alles für die Zeit. Irgendwie haben die das, glaube ich, nicht mit einbezogen. Nicht mit ein. Nicht bedacht, dass man das ja machen kann, oder? Es fühlt sich so an. Es fühlt sich so an. Und ich, mir könnte es nicht egaler sein. Schön. Damit haben wir doch einen guten Score gemacht an der Stelle. Das ist doch alles, was zählt. So. Bis jetzt ist da alles gut. Oh, jetzt nicht mehr. Aber. Jetzt habe ich fast sogar eine Abkürzung genommen, oder? An der Stelle. Glaube ich schon. Oh mein Gott, war das knapp. Ach, ich drücke einfach noch gleich spontan schon wieder. So, weil dann nimmt er vielleicht die Abkürzung. Oh mein Gott! Nein! Er hat nicht gedrückt. Wir hatten das letztes Mal, dass er wieder zurückgedrückt hat. Jetzt in dem Fall ist es nicht passiert. Er hat dazugelernt. Ich glaube, er ist einfach dümmer tatsächlich. Das ist das Ding. Sorry. Oh, das war jetzt von mir blöd. Aber ist egal. Er drückt, glaube ich, nicht nochmal auf. So. Jetzt habe ich ihn wieder die Abkürzung gehen lassen. Das war doof. So. Auch da. Ausgetrickst. Man kann so ein bisschen gucken, wann er drückt, ne? Er wundert sich davor. Ist so, oh. Oder auch. Nee, okay. Das hat er einfach zugelassen. Ja, okay, er drückt seltener einfach als in der anderen Version. Das ist der Unterschied. Okay. Also die Fights waren immer ganz gut, würde ich sagen. Die liefen auch immer ganz gut. 40, 41. Okay. Ist jetzt die Frage, was ist mit dem Final Boss?
Der hat doch bestimmt auch einen. Nee. Nee, hat er nicht. Okay, dann wären wir jetzt theoretisch durch. Oh mein Gott, das ist so viel. Obwohl es immer ein Level weniger ist. Also selbst da ist es doch nicht so viel. Aber es gibt natürlich noch 16 Profi-Levels. Die habe ich ein bisschen besser im Kopf. Ich würde sagen, wir machen die ersten 8 davon. Dann haben wir es quasi gut ausgeglichen gemacht. Es geht bestimmt. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Muss man wissen, wie das hier ging. Scheiße, wie ging das nochmal? Ja, wie ging das denn hier nochmal? Ich brauche ja die Mülltonne. Ich mach so. Ich mach so. Dann hängt die da oben so. Doof. Okay, warte. Das ist nicht... That's not how it goes. Scheiße. Ja, ich... mach hier gerade nichts. Hä? Holy shit, ich hab das so gut hinbekommen. Hä? Wie ging denn das nochmal? Irgendwie, was habe ich denn da gemacht? Kam ich hier einfach hoch? Nee. Kam ich nicht. Okay, warte. So. Blau. Einmal wechseln. Und jetzt rot. Wo kriege ich, komme ich an den? Ja. Dann brauchen wir das. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen den hier drücken. Aber das... Alter, ich hänge gerade so... Ich stehe auf dem Schlauch. Okay, fuck it. So. Okay, jetzt schon mal runter. So. Das ist so gut. Wir machen das blau und nehmen den, um den Schlüssel zu holen. Blau ist generell ein gutes Stichwort, ziemlich sicher. So. Jetzt gelb. Ah, das war's doch noch nicht. Da kommt gleich noch eine... Noch eine... Oder nicht? Alter, Junge. Ja, das habe ich jetzt überhaupt nicht... Da habe ich gerade richtig verkackt einfach. Aber kommt da nicht noch was? Das war es doch noch nicht. Das heißt, ich bin super langsam. Das ist keine normale Langsamkeit, das ist super langsam. Kann sein, ne? 1, 2. So. Das hier hoch. Das da hoch. Oh, shit. So. Meinen Sie die Profi-Level, ne? Aber jetzt kriege ich es wenigstens hin in der Zeit. Aber jetzt ist die Frage, war es das? Hört sich so an. Ja, okay. Alles klar. Nee, ich hab's. Hilfe, ey. Das war ja kurz gruselig. Ich dachte mir, als ob da noch was anderes kommt. Nein. So, hier 28 Sekunden. Warte, war das... Was war das nochmal? Mhm, mhm. Ich sehe. Ich muss einfach ganz nach oben. Ganz schön lang. So, hier sehe ich doch eine Abkürzung. Nein! Bitte, ich wollte gerade sagen, bitte reich. Oh Gott, nein, da nicht. Oh mein Gott,
Dieses Spiel macht mich fertig. Und was ist das jetzt bitte für eine Zeitschändung hier? Okay. Interessant, jetzt hatte ich den Dreiersprung gemacht und er hat sich trotzdem an den Seilen festgehalten. Also an den Seilen geht nur an den Leitern nicht, ha? Das ist der Punkt. Ich glaube, ja. Machen wir es jetzt eigentlich out of order hier mit den Profi-Level? Ja, ist egal. Ich glaube, das passt schon. Was war das? Podobo. Das war nicht so, das war nervig, ne? Ich glaube, es war nervig. Ich kann mich dran erinnern. Ich war genervt. Ja, das. Doch. Aber ein weiteres Mal vielleicht anders. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es hier so viel... Ich glaube, es ist ein ganz normales Level, um ehrlich zu sein. Da passiert nicht so viel. Ich mach das quasi einfach nochmal. Versteht ihr? Oh Gott. Und für den Hinweg brauche ich ungefähr 15 Sekunden, habe ich für den Rückweg 25. Ist doch gut. Sehe ich gar kein Problem jetzt bei der Sache. Aber vielleicht können wir ein bisschen schneller sein. Hup. Ah, so wird es schneller sein. Stoppen Sie bitte, warum hat der keinen... Der hat schon wieder nicht den Jump gemacht, den ich wollte. Also, man muss schon auch die Steuerung hier beherrschen, ne? Es ist irgendwie... Man muss schon genau wissen, was man tut. Ich glaube, es ist auch ein Spiel, das mit dem D-Pad eigentlich gespielt werden muss, ne? Das ist eigentlich ein D-Pad-Spiel. Aber, naja. Das von der Switch ist halt nicht so gut. So. Genau. So. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich eine Runde gewartet, kann das? Das war irgendwie nicht richtig. Hm. Aber was macht man sonst an der Stelle, ne? Eine Runde warten kann ich ja jetzt nicht. Das wird ja nix. Aber vielleicht, weil ich kein, weil ich das Geschenk oder weil ich irgendwelche Geschenke nicht hole, läuft das anders oder so? Das kann halt sein. Oder weil ich hier irgendwie schneller bin. Ah, schwierig. So. Ich gehe nochmal hier rauf. Und jetzt befinden wir uns genau in dieser Situation, in der ich vorher war. In dieser Situation, in der ich mir denke, irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich wollte. Aber eigentlich verstehe ich gar nicht, warum eine Runde warten nötig sein müsste. Man könnte einfach... Könnte man nicht einfach kurz das Ding wechseln? Das Level ist irgendwie sehr viel aufwendiger, als ich dachte. Als ich das gesehen habe gerade, da hat mir so, ja komm, da kommen wir doch schnell durch. Haben wir doch schon mal geschafft. Jetzt denke ich mir so, Oder da. Da kann man doch bestimmt einen Sprung machen. Oder hier. Da auch. So, jetzt muss ich nur noch das hier schaffen. Ja. Den Jump hier. Dann haben wir's. Okay. Alles wirklich nur ein Teil-Level. Bloß, dass sie etwas, naja, schwierig sind. Aber das ist ja auch der Plan. Okay. Dauert auch alles ungefähr so lange, wie ich geplant habe, bis jetzt, um ehrlich zu sein. Also 2,5, habe ich jetzt gedacht, 3 Stunden. Und deswegen wollte ich das nicht alles in einem Video machen. Ich dachte mir, das ist vielleicht auch ein bisschen zu hart, oder? Alle Level in einem Video. Ich glaube, das muss auch nicht sein. Das sieht ja spaßig aus. Okay, folgendes. Wo sind die Bomben? Da. Gelb. Und dann... Okay. Nee, ich mach erstmal. Komm, scheiß drauf. Ich fang erstmal hier an. Ich mach nämlich gelb an. Genau. So. Mach den Schlüssel auf. Zweite Runde. Warum kommt da keine Bombe raus? Drecksspiel. Oh, da, warte. Ich hatte gerade eine lustige Idee, aber die war nicht so lustig, wie ich dachte.
einfach an. Nehme ich den Schlüssel schon mal mit? Könnte man vielleicht. So. Kann ich das jetzt auch so machen? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist zu lang dann. Und das reicht, es passt doch gar nicht. Gott, Mario regt mich auch ein bisschen auf in dem Spiel, ne? So. Maul. Das ist okay, ich hab's verstanden, liebt schlecht, chill. Können wir schon irgendwas machen auf dem Weg hier? Ich meine, man muss ja hier so. Warte. Doch. Ich weiß. Ich weiß es, glaube ich. Obwohl, nee. Also, man kommt ja nicht zu dem blöden Düt. Also, eigentlich ist da wenig zu tun. Nein! Aber ihr wisst, was ich tun will? So. Und jetzt? Lauf von mir aus, I guess. So. Ich glaube, das geht schneller. Und jetzt mache ich was? Muss hier nur noch da hoch. Blau. Jetzt kann ich hier rüber jumpen und fertig. Gut. Okay, ein bisschen ein anderer Ansatz, als ich dachte, aber hat geklappt. Nehme ich also. Ich dachte gerade, ich habe 38 und ich brauchte 35. So, hä? Also ich müsste 35 schaffen. So, ich bin drüber. So, hä? Das geht? Nein, geht nicht. Ich bin doof. Das ist das Ding. Das ist das Problem. Okay. Oh, 48 Sekunden. Level 5. Ja, guck mal, Hälfte im Pro-Dingern haben wir schon. Easy. Ach, der Schmarrn. Komm ich da durch? Ja. Okay. Okay, wir müssen hier schnell sein, aber wir müssen ja auch nichts mitnehmen. Also kann das doch auch nicht so schwierig sein. Lag die Junge, da hättest du durchgekonnt. Ganz ehrlich. Manchmal ist die Hitbox von Mario weird. Oder? Jetzt mal, komm, also wirklich jetzt. Schwachsinn. Ich traue mir jetzt auch nicht zu viel. Warum geht der dann hier an die Leiter in diesem Spiel? Sind so weird, ey. So, jetzt mach. Ich freue mich ja immer nur wegen dieser Musik, ne? Ist echt so. So, hier kann ich einfach durchgehen. So, und jetzt muss ich noch einmal ganz, ganz durch, ne? Das war der. Oh, ja, ich brauche noch den Schlüssel im besten Fall. Ich hoffe, das hat es mir jetzt nicht versaut. 6, 5, 3, 2, 1. 12 Millisekunden. Ja. 12 Millisekunden. Geht auch besser. Aber, hey. Vieles geht besser. Alles geht besser. Ich glaube, ihr habt noch niemals irgendwas perfekt gemacht. Oder? Denkt ihr, ihr habt mal irgendwas perfekt gemacht? Also richtig perfekt, so besser geht nicht? Ich glaube nicht. So, jetzt habe ich es gesagt. Das sieht ja schon wieder spaßig aus hier. Okay. Ich drücke blau. Dann hol ich den. Jetzt habe ich blau nicht gedrückt. Ich bin ein Profi.
Sorry. Das war auch langsamer als erlaubt. So, jetzt müssen wir eigentlich nochmal rot drücken. Was zur Hölle tue ich hier? Das kann nicht. Das kann nicht. Ich bin echt ein... Okay, stopp. Da ist irgendwas... Da ist gerade irgendwas gewaltig schief gegangen, oder? Also da ist gerade was gewaltig schief gegangen. Da hat ja vorne und hinten alles nicht geklappt. Okay, so. Blau. Wir können... hier lang. Den holen. Und jetzt müssten wir ja eigentlich... rot drücken. Da unten lang. Krieg ich das hin? Ich versuche den mal einfach hier zu lassen. Ja, so nicht. 6, 5... Nee, das wird nichts. Das war zu langsam. Schade. Weil ich dachte, so könnte man bestimmt Zeit sparen, weil man nicht diesen blöden Schlüssel überall hin mitnehmen muss. Geht auch bestimmt, oder? Geht bestimmt. Och, diese Physik. Schrecklich. So. Macht's einem nicht einfacher. So. Genau, ja, das war doch schon mal besser, oder? Ich habe, glaube ich, die... jetzt hängt der da. Das finde ich ja auch mega. Nein! Ich wollte gerade sagen, nimm mit. Nimm doch mit. Also... auch wenn ich es mir nicht einfacher mache unbedingt, sondern eher das Gegenteil davon erreiche. Hey... einfach das mal, es hat geklappt. Es hat ein, zwei Versuche gebraucht. Aber ist gut. Ist gut, ist gut. Zwei Level noch für heute, ey. Zwei Level noch. Pro 7. Zeit mit 76 Sekunden. Ach, mein Lieblingslevel. Das. Ne? Das wird echt interessant. Weil. Oh boy. Oh boy. Kann ich das irgendwie... kann ich die schon mal explodieren lassen hier? Ja, hier muss man richtig gut sein. Einen einzigen, ha? Huh? Das ging jetzt nicht besser. Schnell. Oh, das ist gut. Oh mein Gott, ich hasse dieses Level so sehr. Ich werde es nicht schaffen. Was ist denn jetzt los? Wollt ihr draußen schreien? Oh Gott, ich muss noch so viel machen. Das ist ja unmöglich. Wie soll ich das so schnell schaffen? Das ist ja die beste Möglichkeit, echt jetzt. Boah. Wie viel, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich da sonst habe. Okay. Ich versuche mal, mich woanders runter zu bomben, nämlich hier. Lustig wird das nicht. So. Das Schöne ist halt, dass wir dann an alle drei so gleichzeitig rankommen, ne? Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. So.
Oh mein Gott, wir machen gleich 16 Sekunden. Hilfe! Gib mir den Schlüssel. Oh mein Gott, ich hab den Schlüssel. Ich hab's. Doch, es hat geklappt. Heck yeah. Oh mein Gott, ey. Das war gut. Das werde ich nie wieder so schaffen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, das war gerade so lucky einfach. Bin sehr froh, dass es so schnell geklappt hat. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie nochmal so reproduzieren könnte. Bis da war definitiv Luck dabei. Aber alle drei Bomben-Dinger zu nehmen, ist auf jeden Fall Teil der Lösung gewesen. Sagen wir es so. Okay. Ach, das Teil. Okay, warte. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich so leicht. Okay, wie ging das? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen. So. Dass es so crazy war. Blau jetzt? Ich spiel kurz. Das Zerlegen ist auf jeden Fall useless. Blau war die Endlösung hier, ne? Das musste man zum Schluss machen. Wir wollen erstmal gelb drücken. Unlucky? Oder? Erstmal gelb. So. Oder nicht? Nee, so kann man hier den Schlüssel. Okay, wir müssen. Nee, wir müssen blau. Blau, weil dann kommen wir an den Schlüssel. Können wir den Schlüssel, glaube ich, da nach oben schmeißen? Oder? Und dann hier. Runter und darauf. War der Rest für Show? Kann sein. Das letzte Level vorher. Okay. Oh ne, ich glaube, der Rest war für Show. Okay, wir drücken einfach blau. Oh mein Gott. All makes sense now. Doesn't it? Ich habe mich gefragt, warum oben links ja diese Blöcke sind. Ja, das brauchen wir jetzt. Ziemlich sicher. So. Ist jetzt ungünstig, aber sollte reichen. Denn in genau diesem Moment ändern sich die Dinge so ein bisschen. Wenn wir nicht die Geschenke haben wollen, dann ändert sich die Dynamik des Levels. Das musste man mit einbeziehen. Ach Quatsch, Junge, laber nicht. Das ist doch ätzend. So, deswegen gab es Dinge, die wir nicht brauchten, als das Level quasi standardmäßig gelöst war. Och. Jetzt brauchen wir das aber, weil wir keine Geschenke einsammeln. So, und wir das einfach so schnell wie möglich machen müssen. Das ist natürlich clever, dass die das mit einbeziehen mussten. Und deswegen ist das an den Stellen, an denen es ist. Richtig? Ich glaube, ich habe recht, um ehrlich zu sein. I think I'm right. Du Arsch, ey. Mann, leck mich an die Nase. Das ist unglaublich. Diese Bomben sind meine least favorite Gegner im Spiel. Ach, je nachdem, wie weniger Klang gehen ist, ey. Also. Nee, da muss ich meine Stimme auch erstmal schonen, ne? Die Stimme ist echt ein bisschen fettig. Bumm. Wie McGonagall schon sagte. So. Genau, wir drehen jetzt nicht alles. Wir gehen jetzt hier lang. Oh Gott. Das ist der Plan. Gehen hier lang, hier hoch. So.
Jetzt müssen wir nämlich drehen. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie besser geht, aber ist egal. Gehen hier rauf. Lassen das da alles, ne, schön und gut sein. Na, warte, jetzt. Ne, wir müssen sehen. Alles gut. Ist alles, geht alles nach rechten Dingen zu. Jetzt brauchen wir, glaube ich, wieder das hier. So, drehen das einmal. Wir können dann hier hoch. Mensch, das ist ja interessant. Und die Designer mussten wirklich quasi alle Level 2 mal überdenken. Einmal mit diesem Zeitmodus und einmal so. Mensch, ich kriege eine ganz neue Appreciation gerade fürs Spiel. Doch mehr Content, als man so denkt. Huh. Apropos Content. Okay. We did it. First half is done. Bedeutet, beim nächsten Mal gehen wir die 8 anderen Welten durch. Und zwar die vielleicht der Hälfte. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's für heute. Ich bin alle. Bin echt alle. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Und wie schon gesagt, beim nächsten Mal, dem letzten Part dieses Spiels, die anderen 100 Level. Es sind jeweils pro Welt der ein Level weniger. Aber gut, das wird jetzt nicht so ein großes Ausmaß haben, glaube ich. Also, bis dann und danke fürs Zusehen. Ciao, Mutter!